Herzlich willkommen zu unserer Podiumsdiskussion. Welches Wissenschaftszeitvertragsgesetz braucht gute Wissenschaft? Herzlich willkommen an den Bildschirmen zu Hause. Herzlich willkommen hier im Saal und ein herzliches Willkommen an die neben mir versammelten PodiumsteilnehmerInnen. Wir sind wirklich sehr froh, dass Sie heute den Weg nach Essen gefunden haben. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz werde ich jetzt noch mal ganz kurz erläutern für diejenigen unter uns, die die Freude hatten, noch nicht mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz in Kontakt gekommen zu sein. Ja, ich muss es immer Menschen erklären, die mich fragen, was das soll, die nicht in der Wissenschaft arbeiten. Ich sage dann eben oft, dass es ein Sonderbefristungsgesetz der Wissenschaft ist und dass es Forschungsinstitutionen erlaubt, ihr wissenschaftliches Personal 12 Jahre lang befristet anzustellen. Dass es danach für die Mehrheit zu einem faktischen Einstellungsstopp oder eben auch einem Berufsverbot kommt, das muss ich diesen kopfschüttelnden Gegenübern immer relativ gesondert noch erklären. Sie können es meistens kaum glauben, denn ursprünglich war das Ziel dieser Befristung tatsächlich ein Ende der Kettenverträge. Die Forschungseinrichtungen sollten motiviert werden, ihre Wissenschaftlerinnen nach dieser Zeit eben entfristet zu übernehmen. Dass das nicht ganz so gut geklappt hat, ist inzwischen weitläufig bekannt und nicht nur unter dem Hashtag Ich bin Hanna bei Twitter nachzulesen. Im wieder so ein schönes Akronym BUNBIWI, dem Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs von 2021 steht, dass der Anteil des hauptberuflichen, wissenschaftlichen und künstlerischen Personals unter 45 Jahren, der befristet an deutschen Hochschulen angestellt ist, bei 92% liegt. 2005 lag er noch bei 86%. Was die Vertragslaufzeiten angeht, gibt es auch nicht wirklich Good News. Die durchschnittliche Vertragslaufzeit bei Promovierenden liegt bei 22 Monaten, bei Postdocs bei 28 Monaten. Das ist zwar eine Verbesserung im Vergleich zu 2015, wo sie bei 15 bzw. 17 Monaten lag, entspricht aber längst, und zwar in beiden Fällen nicht, dem Qualifikationsziel. Eine Promotion braucht durchschnittlich 4,5 Jahre. Eine Berufbarkeit kann man anhand des Durchschnittsalters der Berufenden extrapolieren. Und das habe ich gemacht anhand dieses BUNBIWIs. 9 Jahre braucht man in der Geschichte durchschnittlich nach einer Promotion. Bis man eine Professur innehat, in der Biologie braucht man 10 Jahre. Also ein bisschen länger als 28 Monate. Diese Zahlen zeigen recht deutlich, dass es wieder einmal Reformbedarf gibt. Und das passiert auch gerade nach den Evaluationen des BMBF und des Netzwerks für gute Arbeit in der Wissenschaft, ist ein Referentenentwurf im BMBF gerade in Arbeit. Vorschläge, wie das Wissenschaftszeitvertragsgesetz geändert werden sollte, gibt es zuhauf. Und wir befinden uns unter anderem hier, um genau jene zu diskutieren, aber auch um sie wissenschaftssoziologisch zu informieren. Denn inzwischen gibt es tatsächlich Forschungen dazu, wie flexible Personalstrukturen die Qualität von Wissenschaft beeinflussen. Hier sind wir aber auch, und das freut mich vor allem ganz besonders, um endlich einmal die Repräsentanten unterschiedlichster Wissenschaftsbereiche miteinander, statt medial vermittelt, immer nur übereinander reden zu lassen. Und damit möchte ich Ihnen die Repräsentantin auch sehr gerne vorstellen. Ich gehe alphabetisch vor und beginne mit Herrn Dirnagel zu meiner Linken. Ich begrüße ganz herzlich Ulrich Dirnagel bei uns. Der ist Direktor der Abteilung Experimentelle Neurologie an der Charité in Berlin arbeitet. Eingeladen haben wir ihn nicht nur als Nicht-Geisteswissenschaftler und somit als Informant einer Fachkultur, die ich nicht bieten kann, sondern auch oder besser vor allem, weil sich Herr Dirnagel wirklich sehr lange und sehr intensiv, auch öffentlich, mit strukturellen Problemen in der Forschungslandschaft auseinandergesetzt hat. Ich verweise hier nur auf seine Kolumne Einsichten eines Wissenschaftsnarren, die im Laborjournal erschienen ist und erscheint und bereits 50 Ausgaben feiern darf. Herzlich willkommen, Herr Dirnagel. Natürlich heiße ich auch Julike Griem. Herzlich willkommen zu meiner Rechten. Sie ist seit 2018 Direktorin dieses Hauses, war davor Professorin für anglistische Literaturwissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt und außerdem trägt sie noch einen dritten institutionellen Hut
als Vizepräsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Als vierten institutionellen Hut, und langsam wird es ein bisschen eng auf deinem Kopf, ist sie Sprecherin des von der Volkswagen Stiftung geförderten Rhein-Ruhr-Centers for Science Communication Research, auf dessen Homepage sie mit den Worten "Wissenschaftskommunikation ist kein Paketlieferdienst" zitiert wird. Herzlich willkommen, Julika Grimm. Die Veranstaltung ins Leben gerufen hat aber unsere dritte Panelistin heute Abend, Sandra Jansen, ganz rechts von mir, die ich seit Oktober meine Kollegin nennen darf, da sie gerade Thyssen-Fellow am KWI ist. Ansonsten ist sie als Postdoc Annemarie Schimmel-Stipendiatin im Bereich der vergleichenden Literaturwissenschaft und der Wissenschaftsgeschichte an der Universität Erfurt und aktives Mitglied von NGA WIS, einem Netzwerk, das als Dachorganisation vieler Mittelbauinitiativen seit 2017 für gute Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft kämpft. Auch Sandra äußert sich nicht zum ersten Mal zum WIS-Zeit VG. 2018 hat sie in den Mitteilungen des Deutschen Germanistikverbandes einen Text mit dem Titel "Kompetitives Zeitmanagement und Qualifikationsverhinderung" geschrieben. Anmerkungen zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Auch hier ein herzliches Willkommen. Weiter geht es mit Tilman Reitz. Ich drehe mich erneut. Der ebenfalls aktives Mitglied von NGA WIS und im Rahmen dessen eben auch maßgeblich die alternative Evaluation des WIS-Zeit-VGs erarbeitet hat. Er ist aber auch und heute vor allem Professor für Wissenssoziologie und Gesellschaftstheorie an der Universität Jena und hat sich auf verschiedenen Ebenen wissenschaftssoziologisch mit dem Thema der Hochschulumstrukturierung und ihre Auswirkungen auf die Wissenschaft und ihr Personal befasst. Herausheben möchte ich nur einen Aufsatz. Nicht nur, weil er in der Zeitschrift Suburban erschienen ist, die mein Kollege Stefan Höhne mit herausgibt, sondern auch, weil er sehr gut zu unserem heutigen Thema passt. Die Publikation trägt den Titel "Von der Kritik zur Konkurrenz: Die Umstrukturierung wissenschaftlicher Konflikte und ihrer Wissenseffekte". Schön, dass Sie hier sind, Herr Reitz. Alphabetisch leider am Ende, ich weiß, wovon ich spreche, begrüße ich dennoch sehr herzlich Anja Steinbeck in unserer Runde. Anja Steinbeck hat auch so einige ziemlich große Hüte auf, wenn ich diese Metapher zweitverwenden darf. Sie ist Rektorin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Vizepräsidentin der HRK, ausgeschrieben der Hochschulrektorenkonferenz, die sich ebenfalls mit einem Reformvorschlag zum WIS-Zeit-VG an die Öffentlichkeit gewandt hat. Außerdem, und ich denke, das ist für unsere heutige Runde auch eine wichtige Zusatzqualifikation, hatte sie in Köln eine Professur für Rechtswissenschaft inne und dort parallel als Richterin im Nebenamt gearbeitet. Herzlich willkommen auch, Frau Steinbeck. So, jetzt bitte einmal klatschen. Dann kann ich auch gut umblättern. Nachdem ich jetzt nun alle eingeführt habe und alle vorgestellt sind, will ich auch gar nicht lange aufhalten, sondern nur ganz kurz den Ablauf des heutigen Abends skizzieren. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet, auch die Diskussion wird aufgezeichnet. Wenn Sie das nicht möchten, sagen Sie einfach Bescheid. Der Ablauf des heutigen Abends ist ungefähr so, dass wir etwas länger als eine Stunde auf dem Podium diskutieren, bevor wir eben das Podium für circa 30 Minuten öffnen möchten und mit dem Publikum sowohl hier im Saal als auch auf Zoom diskutieren werden und wollen. Und meine erste Frage richtet sich, habe ich Ihnen ja bereits per E-Mail angekündigt, an alle hier auf dem Podium. Und es geht darum, wenn Sie sich quasi für einen Aspekt entscheiden müssten, der im reformierten WIS-Zeit-VG drinstehen sollte, welcher wäre es? Und als zweite Frage oder als Zusatzfrage möchte ich ganz gerne von Ihnen wissen, in welchem Aspekt Ihrer Meinung nach wird dieser Aspekt gute Wissenschaft ermöglichen? Jemand muss immer anfangen. Ich wähle Tilman Reitz.
Okay, vielen Dank, dass ich das machen darf. Ich hoffe übrigens, dass es jetzt nicht zu oft Doppelungen mit Sandra Janssen gibt. Sie hat zwar eine ganz andere Fachperspektive, aber es wurde ja schon erwähnt, wir sind in einem ähnlichen Kontext wissenschaftspolitisch aktiv. Und da haben wir eigentlich auch gemeinsam eine Forderung mitformuliert, die jetzt auch die Gewerkschaften tragen und noch andere, die ziemlich einfach ist. Ein Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das allein die Phase der Promotion regelt, wäre in Ordnung. Das ist eine besondere Phase, weil da die Leute gleichzeitig ausgebildet werden. Das ist der letzte Schritt der Ausbildung und substanzielle Arbeit für die Wissenschaft bereits leisten. Und es gibt nach der Promotion unter anderem aus diesem Grund ja nochmal einen großen Wechsel, auch aus der Hochschule heraus. Die Leute entscheiden sich eigentlich dann erst nach der Promotion, welche Laufbahn wollen sie aufnehmen. Es gibt natürlich sehr viele, die wissen schon während der Promotion, sie wollen Wissenschaft machen, aber es gibt eben auch sehr viele, die wissen es nicht und es gibt viele, die sich dagegen entscheiden. Und ein solcher Abschnitt kann sinnvoll befristet gestaltet werden. Und wenn man Mindeststandards für diesen Abschnitt festlegen würde, zum Beispiel eine der Fächerkultur entsprechende Finanzierung der Promotionsphase, also dass man nicht einen oder zwei oder drei Verträge braucht, sondern wirklich einen Vertrag, um das im Regelfall schaffen zu können, vielleicht sogar noch mit der Verteidigung, vielleicht sogar in Richtung Publikation gehen kann. Wenn das alles drin sein könnte für die Leute, die promovieren, dann fände ich das toll, dass das Wissenschaftszeitvertragsgesetz diesen Menschen, diesen Lebensabschnitt so klar regelt. Und ich glaube, damit wäre allen geholfen. Alles, was sonst drin steht, könnte für meine Begriffe rausfallen. Vielen Dank. Also Sie setzen sich dafür ein, dass die Qualifikation mit der Promotion abgeschlossen ist und das Wissenschaftszeitvertragsgesetz sozusagen diese Qualifikation als Endpunkt sieht. Was gibt es andere Aspekte, die unbedingt im neuen Wissenschaftszeitvertragsgesetz drin sein sollten und wie ist gute Wissenschaft dadurch zu gewährleisten? Julika Quim? Ich habe mir tatsächlich etwas aufgeschrieben, was sehr nah an dem ist, Herr Reitz, was Sie gerade gesagt haben. Und wir haben uns nicht vorher abgesprochen. Ich muss im Vorfeld sagen, unter diesen beiden Hüten DFG und KWI verbinden sich bei mir ja Vogel- und Maulwurfsperspektive. Also einmal habe ich als eine von 8 DFG-Vizepräsidentinnen mit dem ganzen Fächerspektrum zu tun und die internen Diskussionen der DFG. Die DFG hat sich ja noch nicht mit einem öffentlichen Statement positioniert. Wir beobachten die Lage, wir besprechen sie intern, aber sehr intensiv. Aber diese Positionsfindung ist geprägt davon, dass man sehr unterschiedlichen Bedingungen in sehr unterschiedlichen Fächerkulturen gerecht werden muss. Darauf gehen wir ja vielleicht später noch ein. In meiner Rolle am KWI, das ist ja mein Erstberuf, bin ich viel stärker verwurzelt im Getümmel des Alltags und habe es natürlich vor allem mit Geistes- und Sozialwissenschaften zu tun. Und mein Eindruck ist bisher, dass die Lage in diesen Fächern eine deutlich andere ist, was auch erklärt, dass sich der Widerstand gegen bestimmte Tendenzen sehr stark, ist mein Eindruck, auch aus diesen Fächern speist, mit Gründen. Ich habe mir tatsächlich auch notiert, aus der KWI, also aus der geistes- und sozialwissenschaftlichen Perspektive, eine Idee, die ich in einem Vortrag, den Sabine Berenbeck vom Wissenschaftsrat vor kurzem in Bielefeld gehalten hat, hier nochmal zu verstärken. Die Promotion sollte die letzte formale Qualifikation sein. Das ist sehr nah an dem, was Sie gerade gesagt haben. Ich führe vielleicht noch ein paar weitere Gründe dafür an. Mein Eindruck ist aus unseren Fächern, dass sich bestimmte Paternalismen, das Problem, das etablierte für und über die sogenannten Nachwuchskräfte, und dieses Wort versuche ich seit 10 Jahren zu vermeiden, sprechen, dass das zu Repräsentationsproblemen und zu einer schleichenden Infantilisierung führt, die ich unbedingt vermeiden möchte. Und ich glaube, wenn wir die Promotion tatsächlich als letzte formale Qualifikation behandeln würden, auch qua Gesetz, dann würden wir vermeiden, dass in der folgenden Postdoc-Phase bestimmte sehr problematische Abhängigkeitsverhältnisse permanent nur weiter bearbeitet und reproduziert werden. Zum Beispiel in der Weise, dass gut gemeintes sich kümmern um 40-jährige Eltern, die immer noch an Lehrstühle gebunden sind und abhängig sind vom Wohlwollen dieser Personen, dass die in eine völlige Schieflage geraten. Und das halte ich gerade in unserem ist, dass diese Fächer
in ihren Sozialformen, in der Ausübung von Hierarchien wesentlich konservativer sein können als zum Beispiel die Ingenieurwissenschaften, die viel früher gelernt haben, in Teams zu arbeiten. Vielen Dank. Ich gebe mein Mikrofon weiter an Frau Steinbeck. Was soll Ihrer Meinung nach im Gesetz drinstehen? Also ich könnte mich jetzt beliebt machen und einen Punkt nennen, den ich sehr wichtig finde. Das ist nämlich die familienpolitische Komponente, die es ja im Moment nur in der Qualifizierungsbefristung des 2.1 gibt und nicht in der des 2.2. Ich glaube, dann würden alle nicken und dann ist es sehr schön. Es ist aber nur vor die Klammer gezogen. Ich nehme lieber den Punkt, wo wir wahrscheinlich unterschiedlicher Ansicht sind. Und das ist, sage ich mal, die R2- und R3-Phase, also die Postdoc-Phase. Da sehe ich es eben ganz anders. Ich will mich jetzt gar nicht sehr an dem Begriff der Qualifizierung aufhängen. Für mich geht es mir um die Frage, ob es möglich ist, da noch zu befristen oder nicht. Wir können das Ganze auch Orientierungsphase nennen, um irgendwie und zu vermeiden, dass das, dass das zu verkindlicht wird. Aber ich bin, obwohl Qualifizierung nicht falsch ist, zumindest in den Hochschulgesetzen der Länder steht, dass für eine Professur neben der Promotion weitere Qualifizierungen erforderlich sind. Also die Gesetzeslage im Moment ist so, dass man eben mit der Promotion nicht qualifiziert ist für den Beruf des Professors oder Professorin. Man ist, da gehe ich sofort mit, qualifiziert. Es gibt gar keinen Grund, wenn jemand, sage ich mal, Wissenschaftsmanager werden möchte, das nochmal zu befristen. Also da wäre ich auch sofort dafür, dass man sagt, natürlich nach Bachelor, Master, Promotion muss ein unbefristeter Vertrag her. Allerdings wissen das viele am Tag 1 der Promotion noch nicht. Das heißt, es gibt da eine Orientierungsphase und ich fände es fatal, wenn nach der Promotion nur noch unbefristete Stellen möglich wären. Das würde einen solchen Druck auf die Promotion ausüben. Man wäre ja dann vielleicht fertig mit seiner Arbeit, wüsste aber, das Beste ist, ich mache zwar noch 2, 3 Paper, damit ja dann die Entscheidung, dass ich dann gut gerüstet bin für die unbefristete Stelle. Das heißt, ich bin, und das ist jetzt der Punkt, wo wir sicherlich unterschiedlicher Ansicht sind, der Meinung, dass auch nach der Promotion es noch möglich sein muss, junge Wissenschaftler oder Wissenschaftler in frühe Karrierestufen zu befristen. Und jetzt können wir noch darüber streiten, wie lange das sein muss. Aber um nicht zu lange zu reden, sollten wir das vielleicht in einem zweiten Schritt tun. Aber dass es gar keine Befristungsmöglichkeit mehr gibt, das hielte ich wirklich für fatal. Und das würde auch den jungen Menschen, das wäre ein Bärendienst, weil dann würde ja der Flaschenhals, den wir haben, und den wird das Wissenschaftszeitvertragsgesetz nur nach vorne und nach hinten schieben können, das Gesetz wird den niemals erweitern können, wird den an die Promotion dran schieben und damit wird das eine ganz schlimme Zensur an einem Zeitpunkt, den ich für zu früh halte. Dankeschön. Frau Jansen, was soll in Ihrem idealen Gesetz drinstehen und warum? Grün ist gut. Okay. Ja, ich bin jetzt so leicht versucht, schon kurz anzuknüpfen an das, was Frau Steinbeck gerade gesagt hat. Wir haben natürlich auch schon im Netzwerk, auch in Gesprächen mit anderen Teilnehmern aus der Politik darüber gesprochen, wie bestimmte Probleme zu lösen sind. Beispielsweise die Frage, wenn es denn, wie wir tatsächlich fordern im Netzwerk, keine Befristung mehr nach der Promotion geben soll, wie kann dann so eine Übergangsphase stattfinden? Und ein Vorschlag, den wir machen würden, wäre, wenn es denn noch einen kleinen Puffer geben soll, dann sollte der vielleicht einfach sozusagen an die Promotionsphase angekoppelt sein, unter der Bedingung, dass man die Promotion geschafft hat. In dem Zeitfenster von 6 Jahren dürfte man noch weiter beschäftigt werden für 1 bis 2 Jahre, um dann eben diese Möglichkeit zu haben, sich weiter zu profilieren, sagen wir mal, für einen anderen Job. Wir fordern eben grundsätzlich die Entfristung nach der Promotion und warum glauben wir, dass das auch sinnvoll ist für die Qualität der Wissenschaft, die dann entsteht. Das Problem mit dem jetzigen System ist einfach, man arbeitet eigentlich permanent für die Zeit. Also man arbeitet dafür, in einem bestimmten Zeitfenster mit irgendetwas fertig zu werden und das bedeutet, dass die Projekte, die man dann bearbeitet, danach zugeschnitten sind, wie man diese Zeit nutzen kann. Das bedeutet einfach, dass bestimmte Formen des Arbeitens sich nicht lohnen, weil sie nicht belohnt werden, weil man es eben in diesem, sagen wir, 3-Jahres-DFG-Förderungsfenster einfach nicht schaffen kann.
also im Grunde genommen verhält sich unser derzeitiges Wissenschaftssystem so, als müsse man sozusagen, also wenn man jetzt ein Bild aus der Agrikultur irgendwie verwendet, als müsse man permanent ansehen und so viel ernten wie möglich. Ja, es werden möglichst viele Leute für sehr kurze Zeit gefördert und für manche geht es dann einfach nicht weiter. Also man erntet ab, was die in der Zeit geschafft haben und ansonsten kommen dann neue. Und warum kann man nicht Wissenschaft einfach auch in einem irgendwie ökologischeren Modell denken? Warum kann man nicht fragen, was brauchen denn sozusagen die Einzelnen, die wir da wachsen sehen wollen? Also man redet ja auch von Nachwuchs. Wenn sie denn wachsen sollen, warum brauchen sie nicht einfach Zeit und gute Bedingungen dafür, dass etwas entsteht? Ja? Und das würde einfach, also man spricht ja in der Wissenschaftsforschung beispielsweise auch von dem Serendipitätsprinzip. Man müsste vielleicht einfach wegkommen von der Vorstellung, wie sie auch die ganzen DFG-Förderformate beherrscht, dass man im Grunde genommen, wenn man ein Projekt beantragt, schon ungefähr wissen muss, was dabei rauskommen soll, das dann in 3 Jahren ableisten und dann ist es geschafft. Aber de facto funktioniert Wissenschaft ja anders. Also Serendipität bedeutet, man forscht los und es kommt am Ende vielleicht eine große Erkenntnis an irgendeiner Stelle heraus, die man gar nicht vorhersehen konnte. Das heißt, Wissenschaft braucht einfach Zeit und Sicherheit dafür, sich zu entwickeln. Und ich glaube, wir müssen irgendwie zu einer solchen Entwicklungsvorstellung kommen. Und dafür scheint es mir einfach unabdingbar, dass man dauerhaft angestellt wird nach der Promotion. Vielen Dank, Sandra. Als Letzte in unserer Runde. Herr Dirnagel, was braucht Ihr Wissenschaftszeitvertragsgesetz? Also vieles ist ja jetzt schon gesagt und ich würde mich ganz einfach den Vorrednern insofern anschließen, als ich glaube, also gerade Herrn Reitz und Frau Janssen, auch Frau Grimm, mit der Promotion als dieser letzten formalen Qualifikation, das finde ich auch schon allein, wenn man sich vorstellt, die Habilitation als spätmittelalterlichen Ritus, den wir da noch haben. Also diese Dinge, die gehören alle in diese Diskussion und das wäre ein Schlag, mit dem man das, glaube ich, auch mit abräumen könnte. Allerdings, und auch das ist jetzt in der Diskussion schon angeklungen mit dem Satz, wir verschieben hier quasi den Flaschenhals nach vorne und nach hinten. Und was ich zuletzt gehört habe, diese eher wissenschaftstheoretische Betrachtung, ja, wie geht eigentlich Wissenschaft? Diese Fragen, die ich für absolut vorrangig halte in der ganzen Diskussion, werden in einer Diskussion, um welchen Paragraphen hätten Sie am liebsten, wie formuliert in dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz, nicht gelöst. Und deshalb würde ich die Frage eigentlich gerne ablehnen und sagen, wir müssten eigentlich, also konstruktiv ablehnen, dahingehend, dass ich sage, wir müssten eine Diskussion darüber führen, wie wir mehr Dauerstellen bekommen. Weil ich glaube, dass das sozusagen der Hase im Pfeffer ist und ohne, wir brauchen sie, wir können lange darüber diskutieren, warum. Es gibt ganz viele Gründe, die jenseits meiner Meinung nach auch dieser sehr persönlichen Diskussionen, also familiäre Planbarkeit, prekäre Anstellungsverhältnisse, das ist ja unbestritten und wahnsinnig wichtig. Und so darum kreist momentan für mich fast zu viel der Diskussion und zu wenig der Diskussion um die systemische Frage, wie kriegen wir es eigentlich hin, dass wir mehr Dauerstellen haben und dann können wir uns vielleicht auch entspannt darüber unterhalten, wie man das in Gesetzestexten dann formuliert. Und deshalb ist natürlich jetzt, ich lehne jetzt nicht ab, ich glaube auch, dass es gute Formulierungen geben muss und das wird jetzt novelliert, das Gesetz, und da würde ich mich auch konstruktiv beteiligen. Aber die Gefahr besteht tatsächlich, dass wir das eigentliche Problem an der Stelle nicht reden und das wäre eigentlich viel, viel wichtiger. Und da gibt es sicherlich Dinge, die man dann auch nennen könnte, die jenseits dessen sind, dass man sagt, ja, das geht doch nicht, weil wir haben die Mittel nicht oder sonst was. Ich glaube, da kann man sehr kreativ werden. Werden wir auch auf jeden Fall noch drauf zurückkommen. Vielen Dank, Herr Dirnagel. Ich glaube, jetzt sollten wir vielleicht noch mal ganz kurz das aufnehmen, was hier schon angeklungen wird, und zwar die Zeit. Die Zeit, die natürlich durch das Wissenschaftszeitvertragsgesetz befristet wird, das ist eine Regelung, die Deutschland im Hochschulvergleich anders ausgelegt hat als alle anderen europäischen Nachbarinstitutionen und die eben gewisse Effekte zeitigt. Frau Steinbeck, Sie wissen ja, dass Sie unter anderem auch mit diesen 10 Jahren irgendwie stark in die Kritik geraten sind, dass der Vorschlag der HRK zur
Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes eben diese 12 Jahre, die ja für viele Wissenschaftler schon zu kurz für eine Qualifikation scheinen, noch weiter verkürzt wird. Und ich würde Sie ganz gerne fragen, warum glauben Sie, dass eine Verkürzung der jetzigen Gesetzeslage dazu beiträgt, dass sich die Gesamtsituation entspannt? Ja, das erläutere ich Ihnen gerne. Da muss man aber den Rahmen zu kennen. Also die HRK hat niemals den Vorschlag gemacht, dass man an das Wissenschaftszeitvertragsgesetz irgendwie ran müsse. Der kam ja nicht von der HRK, der Vorschlag, sondern der kam eigentlich von der Bewegung Ich bin Hanna, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz muss weg, und dann hat das BMBF das aufgegriffen. Dann gab es Berlin, das kennen wir alle, da wurden aus den 12 Jahren 6 Jahre. Dann gab es die Koalitionsverhandlungen. Wer da ein bisschen internes Wissen hat, weiß, dass da 6+1 lange in der Diskussion stand. Der Vorschlag war also, dass man 6 Jahre befristen darf für die Promotion und dann 1 Jahr Orientierungsphase. Und vor diesem Hintergrund ist die HRK gefragt worden, welchen Vorschlag machen Sie? Und dann haben wir gesagt, okay, wir können jetzt sagen, eigentlich finden wir 12 Jahre gut, aber dann gelten wir als völlig unflexibel. Und es war der Abwehrversuch, also wir haben nicht verkürzt, wir haben uns gewehrt gegen 6+0, also gegen 6 Jahre, und gegen 6+1, gegen 7 Jahre, und haben gesagt, das ist alles zu kurz. Wir brauchen mindestens 4 Jahre, damit man die Entscheidung treffen kann. Und dann also Disziplinen sind sehr unterschiedlich. Ich würde mal sagen, bei den Juristen, wenn ich jetzt einen Doktoranden, den ich nicht selbst hatte, sondern der vielleicht von einer anderen Universität zu mir gekommen ist, und wir möchten ja Mobilität, würde ich sagen, ich kann schon nach 2 Jahren, könnte ich sagen, dem traue ich zu, Professor oder Professorin zu werden, und der soll sich auf eine Juniorprofessur bewerben. Da das auch nicht sofort geht, würde ich sagen, noch ein Jahr drauf ist 1 Jahr. Dann hatten wir aber die experimentellen Physiker, die gesagt haben, das ist viel zu kurz, bis ich so ein Experiment aufgebaut habe, das klappt vielleicht nicht gleich, wir brauchen mehr Zeit. Und dann so ist das dann eben auf die 4 Jahre gekommen. Und ich glaube, wir werden uns alle noch umschauen, wenn sich nämlich die SPD und die Grünen durchsetzen, dann haben wir nämlich am Ende 6+1. Also ich meine, deswegen ist die Kritik an der HRK aus meiner Sicht völlig verfehlt, weil der ganze Rahmen überhaupt verkannt wird, um das mal ganz deutlich zu sagen. Danke. Möchte jemand von Ihnen diese Perspektive kontern? Gerne, Herr Reitz. Okay, ja, also ich finde das spannend. Ich kannte dieses eine Internum noch nicht, und meine Wetten würden eher dahin gehen, dass sie ihrs bekommen. Aber ich bin gespannt, was passiert, da es halt dann doch ein FDP-Ministerium im Moment ist. Und ich auch den Staatssekretär schon gehört habe, der klang nicht so, als sei er für 6+1. Aber jetzt wieder. Okay, ich wollte vielleicht noch mal 2, 3 Aspekte ins Spiel bringen, um das ein bisschen differenzierter noch zu machen. Also ich finde es gut, dass Sie es nach Fächern differenzieren, das finde ich eine sehr wichtige Sache, aber noch 2, 3 weitere Überlegungen. Das eine ist, wenn man an dieser Zeit dreht, eigentlich immer verkehrt. Also das ist wirklich ein Problem, denn also wenn man sagt, okay, die Leute haben jetzt zum Beispiel 8 Jahre oder 9 Jahre, dann sagt man, oh, das ist aber schon sehr knapp, und dann fliegen die ganz, ganz schnell raus und sehen schon jetzt diese Sense vor sich. Und wenn sie umgekehrt aber irgendwie jetzt weiter 12 Jahre haben oder noch einen Tick mehr durch Juniorprofessur oder so, dann sagt man, das ist so ein Befristungsleiden ohne Ende. Also man quält sich die ganze Zeit von Befristung zu Befristung, das ist auch nicht schön. Das heißt also, ich glaube schon, dass wir es irgendwie anders organisieren müssen. Und ich finde, es gibt schon das System aus anderen Ländern, dass man sagt, man steigt ein in die Wissenschaft auf einem relativ niedrigen Niveau und hat dann aber eine dauerhafte Stelle, und dann kann man aufsteigen. Also die Bedingungen für meine nicht mehr Befristung sind nicht die gleichen Bedingungen dafür, dass ich eine Professur bekomme. Das halte ich für einen wesentlichen Unterschied, und das meinen Sie ja vielleicht auch mit mehr Dauerstellen. Aber dann müssten wir uns eben wirklich überlegen, erstens, was wollen wir da ganz genau? Also ich würde eben wirklich sagen, eigentlich wäre es sehr gut, wenn es nach der Promotion
tendenziell nur noch Dauerstellen gäbe. Das andere ist, das müssen nicht alles Professuren sein. Und wir müssen uns natürlich genau überlegen, wie wird dann dieser Flaschenhals nach der Promotion gestaltet. Aber ich finde, wenn man den an diesen Punkt verlegt, sind auch keine Lebenshoffnungen zerstört. Die Leute haben noch nicht endlos weitere Qualifikationen aufgebaut, haben noch nicht irgendwie das System bereichert und werden dann rausgeschmissen oder umgekehrt, sind sehr wertvoll geworden und man kann sie nicht weiter beschäftigen. Also alle diese Probleme hat man dann nicht mehr so stark. Und deswegen fände ich also das als Denkansatz eigentlich erstmal sehr gut. Wie schafft man nach der Promotion sichere Perspektiven für die Leute? Und dann muss man von da ausgehend überlegen, wie reformiert man das Wissenschaftszeitvertragsgesetz? Das wäre natürlich das Tollste, aber auf so komplexe Erwägungen kriegen wir jetzt erstmal die Bundespolitik nicht. Nee. Aber für Sie, bei Ihnen wäre ja noch früher der Flaschenhals. Ja, ja, ja. Also ich würde sagen, bei Ihrem Vorschlag wäre er ja noch früher. Das heißt, die Promotion ist da, danach fällt der Hammer. Und da wir ja im Moment nicht mehr Dauerstellen haben, aber unheimlich viele, die aus der Promotion kommen, ist es ja für ganz viele dann die ganz harte Entscheidung, dass sie keine Chance mehr haben, sich zu profilieren, weil der Professor hat vielleicht eine Dauerstelle, hat aber 6 Doktoranden und muss jetzt sagen, okay, einer wird es. Ja, ja, also wir würden es den Professoren, wir würden es den Professoren ja auf jeden Fall wegnehmen. Also wir würden sagen, einzelne Professoren werden jetzt nicht über ihre Klientel entscheiden, sondern ja und so weiter. Ausschreibungen und alles ist in Ordnung. Genau, genau, klar. Nee, und dann geht es aber wirklich darum, dass die Leute, wenn man die Einstiegsstufe eben nicht ganz so kostspielig macht, dass die Leute dann auch die Möglichkeit haben, sich auch dann nach einigen Jahren Wissenschaft selber noch gegen die Wissenschaft zu entscheiden. Also dass sie sagen, okay, ich mache jetzt weiter Wissenschaft und dann sind sie in der Lage zu gucken, ist das was für mich? Statt dass eben gesagt wird, wir zählen jetzt deine Publikationen und Drittmittel und schauen, ob du was für uns bist. Okay. Aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige, eine wichtige Grenze, die Sie da skizzieren, weil es geht ja jetzt letztendlich auch darum, mit dieser Zeit, wer bestimmt über diese Zeit, ne? Und für wen ist diese Zeit wie relevant? Ich muss bei dieser Zeitdiskussion immer daran denken, dass wir so unglaublich viele Herausforderungen als Hochschule irgendwie vor uns haben, die wir auch alle auf unseren Homepages sehr schön und sehr laut diskutieren. Wir sprechen von Diversität, wir sprechen von intersektionaler Gerechtigkeit, wir sprechen von Dekolonisierung des Wissens. Wer soll das machen und auf welchen Stellen, wenn nicht letztendlich auch die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen? Und sowas braucht eben auch Zeit, um zu diesen Formen der intersektionalen Gerechtigkeit zu kommen. Ich möchte Herrn Dirnagels Idee aufnehmen und jetzt über Dauerstellen sprechen, weil ich freue mich sehr, dass dieses Podium so einig ist in dieser Einschätzung, dass es mehr Dauerstellen braucht und dass diese mehr Dauerstellen letztendlich auch etwas sein sollen, was präskriptiv, ne, was jetzt sozusagen auch wirklich in die Hand genommen werden muss, bevor eine Wisszeit-VG-Beschränkung irgendetwas anderes letztendlich fordert. Wie kriegen wir mal Dauerstellen hin? Herr Dirnagel, Sie haben einen Vorschlag in einer Ihrer Kolumnen formuliert, den ich jetzt mal aufnehmen möchte. Und zwar haben Sie sich mit den sogenannten Overheads beschäftigt. Und zwar sind Overhead-Mittel, die unter anderem von der DFG oder auch vom BMBF den Hochschulen zur Verfügung gestellt werden, um gewisse infrastrukturelle Maßnahmen zusätzlich zu den Drittmitteln in den jeweiligen Universitäten zu etablieren. Sie haben gesagt, jetzt sind die Overhead-Mittel bei diesen beiden größten Drittmittelgebern bei 20%. Andere Mittelgeber zahlen gar keine Overheads, ne? Also sowas wie Volkswagen Stiftung, andere Drittmittelgeber. Das müssen wir ändern, da müssen wir dran. Wir müssen, wie es zum Beispiel auch in Amerika der Fall ist, Overheads von 100% gewährleisten. Steht in seiner Kolumne. Und ich referiere sie jetzt hoffentlich richtig, aber das würde dann die Möglichkeit bieten, ein neues Finanzierungsmodell für Dauerstellen in den Universitäten zu etablieren. Vielleicht könnten Sie das, was Sie dort geschrieben haben, nochmal ausführen. Ja, das klingt jetzt so, als wäre ich entweder ganz verrückt oder, also es stimmt, Sie haben es natürlich richtig wiedergegeben.
sicherlich, also das mit diesen Overhead ist ja nur ein Mittel und die 20% sind ja auch zu wenig. Also eine Universität wird ja bestraft momentan eigentlich, wenn sie Drittmittel einnimmt, weil die Overhead-Kosten ja tatsächlich viel höher sind. Jetzt kann man wieder argumentieren, die kriegen Landeszuschuss, Forschung und Lehre, aber ich glaube, es gibt einen relativ breiten Konsens, auch bei den Leuten, die da sozusagen auf den Finanztöpfen sitzen, also auch die 20% nicht auskömmlich sind. Also müssten wir da drüber kommen. Das ist aber erstmal eine andere Diskussion. In der Diskussion, oder mein Vorschlag war der zu sagen, naja, es müsste quasi einen Overhead-Anteil geben, der für die, und zwar dann spezifisch für die Erstellung von Pools von Dauerstellen verwendet werden muss. Der kriegt sozusagen einen Irrmarkt, der muss für nichts an, da kann man jetzt auch keine Ahnung, nicht mehr Klopapier kaufen oder irgendwelche großen Geräte, sondern der muss für solche Dauerstellen dann sein. Und jetzt kommt natürlich sozusagen, das ist ja ein Kaninchen aus dem Zylinder. Also wo kommen denn die jetzt eigentlich her? Das muss man dann schon auch dazu sagen, weil ich gleichzeitig dort geschrieben habe, dass ich nicht glaube, dass wir, wäre natürlich schön, wenn wir mehr Geld im System hätten, das wird dieser, dann können wir nach Hause gehen und dann haben wir mehr Stellen und wir gehen jetzt was essen und trinken. Aber das geht natürlich nicht. Also ich glaube, es muss ein Modell sein, was mit dem operiert, was wir jetzt schon haben. Und das ist nicht wenig. Also in Deutschland wird sehr viel Geld vom Staat in Wissenschaft gesetzt und viel mehr als in vielen anderen auch Partner und europäischen Ländern, die wir sonst so kennen. Da gucken uns die groß an und sagen, wo kommst denn du her? Also deshalb, das Geld halte ich für im System bereits vorhanden. Und dann ist die Frage, wie verteilen wir das Geld anders? Und da ist sozusagen, da wird es dann spannend und da gibt es sicherlich sehr unterschiedliche Vorstellungen, die man haben könnte von universitär zu außeruniversitär, von, also da wird es dann spannend. Aber auch, und das habe ich auch da geschrieben und das ist sicherlich provokant, insbesondere für jemanden, der stellvertretender Sprecher eines Exzellenzclusters ist, man kann sich ja auch die Frage stellen, ob solche Dinge wie Großprojekte, wie die Exzellenzinitiative, die zum Beispiel das Problem, über das wir gerade reden, ja eigentlich nicht hervorgerufen haben, aber zumindest mit Benzin in diesem Feuer befeuern, indem sie Projektstellen ohne Ende schaffen und die aber keinen Ausgang finden am Ende, ob man das nicht einschränkt und das Geld, was man dort spart, in weitere Projektförderung. Ich bin großer Freund von kleinen und guten Projekten, die in ihrem Sinne, wie Sie es formuliert haben, so geht Wissenschaft, Serendipity. Das ist, Erfolg ist nicht vorhersehbar. Wir brauchen normale, gute Wissenschaft und aus der erwachsen sich über Zufall und so, wenn sie gut ist, große Innovationen und Paradigmen wechseln, die wahnsinnig selten und nicht planbar sind. Davon brauchen wir im Zweifelsfall mehr. Wir haben schon in der DFG mit dem Normalverfahren, das sind alles tolle Sachen. Aber wenn wir dann zusätzlich noch was obendrauf setzen, was eben Benzin in das Feuer schüttet, ist es vielleicht keine gute Idee. Wenn wir dieses Geld nehmen würden, nur als Beispiel, wenn wir dieses Geld nehmen würden und in diese Poolstellen geben würden, also in so ein Modell, ob das jetzt man Overhead nennt oder eine Erhöhung des Landeszuschusses, ich weiß es nicht, bin zu wenig Politiker, um das zu sagen. Und mein letzter Gedanke dazu wäre der, was mir fehlt und mich wundert, dass es nicht passiert ist. Die Zahlen liegen doch auf dem Tisch. Wir wissen, was die DFG ausgibt, was sozusagen in Deutschland ins System kommt, auch über die Landeszuschüsse. Wir wissen, was die Universitäten für Stellen haben, wie die Personalfluktuationen sind und so weiter. Warum geht niemand her und modelliert einmal dieses System und verteilt am Rechner mal diese Gelder um, so wie macht mal schnell mal ein Modell mit, wir nehmen die Exzellenzinitiative 50% runter oder ganz und stecken das in so ein System rein. Wie viele Dauerstellen würden wir generieren? Vielleicht ist das Blödsinn, was ich sage, weil das Tropfen auf dem heißen Stein ist oder so. Das kann mir heute keiner sagen. Das wäre meiner Meinung nach relativ einfach zu simulieren. Und dann in einer sicherlich sehr kontroversen Diskussion auszuhandeln, wie man sowas machen würde. Ja, ich bin sowieso. Nee, ich ja auch, aber ich wollte eine Sache sagen, ganz kurz dazu. Wir haben im Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft das mal ausgerechnet, aber nur sehr modellhaft, nämlich an einem Modellinstitut. Das war die einzige Rechnung. Genau. Die
Ja, und das ist natürlich sehr bescheiden. Da gibt es Leute, die sind mathematisch besser, aber wir haben einfach ausgerechnet, wir haben ein normales Institut, da sind so und so viele Leute Drittmittel beschäftigt, so und so viele Leute befristet und so weiter. Was würde passieren, wenn wir alle Drittmittel in Grundmittel überführen würden und dann eben allen Leuten, die da arbeiten, eine dauerhafte Stelle geben würden? Dann gäbe es weiterhin Fluktuationen, ein Stück langsamer, aber nicht so wahnsinnig viel langsamer. Also man hätte keine super Verhärtung der Selektion, es würde nicht viel exklusiver, aber es würde ein normaler Altersdurchschnitt hergestellt und so weiter. Also man kann durchrechnen, kann man das, und ich würde mir auch wünschen, dass das andere Leute noch professioneller machen. Genau, noch eine systemische dazu. Klar. Ja, und ich meine, wenn das Bundesministerium dann mal sagt, ach ja, und jetzt machen wir mal schnell wieder 150 Millionen mehr für die Exzellenzinitiative und dann auch noch 300 Millionen mehr für das Zukunftsprogramm, wodurch sich total die Maßstäbe verschieben zwischen beidem, also zwischen Grund- und Projektfinanzierung, dann sieht man, dass das alles politisch im Moment nicht wirklich im Blick ist. Ja, sorry. Vielen Dank, Herr Reitz. Frau Janssen möchte auch dazu Stellung nehmen. Naja, zu der Frage, warum passiert das eigentlich nicht? Da hat natürlich der Föderalismus irgendwie seine Finger im Spiel. Und also im Moment ist einfach die Problematik so, wenn ich das richtig verstehe, dass die Länder in der GWK werden ja sozusagen auch, wird zum Beispiel auch über Mittel wie die des Zukunftsvertrags, aber auch über die Finanzierung der Deutschen Forschungsgemeinschaft, wird eben in dieser gemeinsamen Wissenschaftskonferenz der GWK entschieden. Und so wie man hört, haben die Länder letztlich dann doch immer wieder ein Interesse daran, dass es besonders viele Drittmittel gibt, dass der Bund sich natürlich stark beteiligt an bestimmten Programmen, weil es sie dann letztlich ein bisschen davon entbindet, selbst Geld in die Grundfinanzierung zu stecken. Also das ist einfach eine Schieflage, und da spielen dann auch, wenn man das politisch vielleicht gar nicht so gerne laut sagt, aber doch irgendwie finanzielle Interessen immer eine Rolle dabei. Dass es letztlich zu so einer Gesamtsimulation, Gesamtrechnung irgendwie nicht kommt. Und also wir haben darüber eben auch nachgedacht, es gibt bestimmte Dinge, die man über das Wissenschaftszeitvertragsgesetz einfach auch nicht gut regeln kann, weil dieses Gesetz ja immer nur sozusagen festlegen kann, was geschieht mit dem Individuum. Aber wir haben natürlich systemische Probleme, und da gibt es dann beispielsweise diesen einen Vorschlag von der Jungen Akademie, die aber auch nicht sagen, wer das implementieren soll und wie, die eben sagen, es müsste eigentlich sowas wie ein Anreizsystem geben, das begünstigt, wenn man weniger befristete Beschäftigung hat und bestraft, wenn man zu viel davon hat. Das sollte dann an bestimmten Richtwerten, die festzulegen wären, irgendwie jeweils ausgerichtet werden. Die Idee finde ich nicht schlecht. Die Frage ist eben, wer macht das? Und was wir jetzt uns im Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft überlegt haben, ist, wäre es nicht vielleicht eine Möglichkeit, einen weiteren Hochschulstaatsvertrag zu lancieren, indem man die Länder zusammen mit dem Bund an einen Tisch setzt und nötigt, sich gemeinsam auf bestimmte Befristungsquoten festzulegen. Also das Problem ist ja im Moment so ein bisschen ein Wettbewerb nach unten. Man kann eigentlich immer darauf verweisen, dass man einen Wettbewerbsnachteil hat, wenn man nicht genügend befristen darf, weil ja angeblich die Hochschullehrer, die man berufen möchte, immer möglichst viele Mitarbeiter haben möchten. Und um sozusagen dieses Problem nicht aufkommen zu lassen, sozusagen will man denen diese Möglichkeiten bieten. Und das ist dann eben sozusagen ein Race to the Bottom, weil dann der Wettbewerb letztlich darüber ausgetragen wird, dass möglichst viel befristet werden kann. Und würde man sozusagen alle einfach an einen Tisch setzen, so unsere vielleicht naive Idee, und sie dazu zwingen, sich einfach darauf festzulegen, wie viel befristet werden soll und wie viel dann eben nicht mehr, vielleicht würde das dann an der systemischen Seite ansetzen und was bringen. Vielen Dank. Frau Grimm, Sie haben ja auch als DFG ein Mittelzuwachs seit 2006 durch den Pakt für Forschung und Innovation begrüßen dürfen, jährlich 3-5%. Reicht das aus, um die von Herrn Dirnagel geforderten 100% Overhead zu bezahlen? Ja, ich wollte eigentlich an das anknüpfen, was vorher jetzt schon gesagt wurde. Und zwar einmal an diesem Punkt auch
Anreize schaffen und dann gibt es so etwas wie eine nationale Schiedsstelle, die entscheidet, wer über der Quote ist, wird bestraft und wer es gut macht, kriegt Mittel zugeschrieben. Also das scheitert ja alles daran, dass in diesem föderalen System eine solche zentralistische politische Maßnahme niemals zu realisieren sein wird. Das ist völlig, völlig unrealistisch. Und das bringt uns, glaube ich, auch systemisch gesehen in so ein Spiel über Bande, wo das Wissenschaftszeitvertragsgesetz so eine Art fetischisierte Schwarze-Peter-Größe ist, die letztendlich dazu dient, dass man sich Verantwortung immer nur zuschiebt. Das ist so ein bisschen wie in den ganzen ökologischen Transformationsdebatten. Wenn du nicht aufhörst, Fleisch zu essen, dann mache ich schon mal gar nichts. Ne? Und nach dieser Dynamik verläuft das hier auch. Und deswegen ist es, glaube ich, auch illusorisch, zum Beispiel in der DFG, über die Grenzen des Wachstums des Wissenschaftssystems so zu sprechen, dass wir tatsächlich, was, glaube ich, viele von uns realistischerweise durch Alltagserfahrung bestätigen würden, dass wir sagen, wir brauchen Stoppregeln für dieses System. Wir müssen darüber nachdenken, auch wie in den ökologischen Diskussionen, wovon wir zu viel haben. Ja, vielleicht ist kleiner in vieler Hinsicht besser. Darüber sprechen wir bei der DFG, aber dann kommt ganz schnell der Einwand, naja, in den Treffen der Allianzorganisationen sitzen da einige, ich sage jetzt mal Großfürsten am Tisch, die lachen nur laut auf, wenn die DFG sagt, wir werden freiwillig kleiner, weil wir an das ganze System denken und wir wissen alle, wer davon profitieren wird. Ne? Und dieses Spiel wird endlos weitergespielt im föderalen Deutschland. Und der letzte Punkt, den ich erwähnen wollte, auch aus systemischer Perspektive, ist, dass sobald wir alle zu unsicher sind, über Strukturwandel, über den Wandel harter Strukturen zu reden, reden wir aus Verlegenheit über Kulturwandel. Das ist die weichere Variante. Und dann wird es überhaupt total schwierig zu sagen, wer wann für was Verantwortung übernimmt. Und dann ist es plötzlich nur noch eine Frage der Sensibilisierung und nicht der Zerschlagung des Lehrstuhlprinzips. Sondern dann drehen wir uns im Kreis zwischen verschiedenen Sensibilisierungsmaßnahmen und dann fragen wir uns nur noch, soll die DFG jetzt dafür sorgen, dass sich bestimmte Dinge ändern, so wie wir das auch mit den Gleichstellungsstandards und mit den neuen Diversitätsstandards ja ganz erfolgreich zum Teil gemacht haben. Da sind neue Standards geschaffen worden. Aber ich glaube, dass wir diese Kulturwandel-Konjunktur, dass das letztendlich eine Verlegenheitsargumentation dafür ist, Verantwortung für Strukturwandel zu übernehmen. Das ist leider jetzt ein pessimistischer Beitrag, aber viel mehr kann ich an diesem Punkt nicht bieten. Naja, Sie könnten vielleicht zumindest skizzieren, wie als Drittmittelgeber und als wichtiger Drittmittelgeber die DFG da eine Rolle spielen könnte. Ich meine, wie gesagt, ne, es gibt Vorschläge, die sozusagen diese gewachsenen Mittel vergesellschaftet wissen wollen. Es gibt Vorschläge, die eben genau wie Sie sagen, ne, aus dieser immer mehr Logik aussteigen wollen und nicht noch mehr Drittmittel, nicht noch mehr Anreize für Drittmittel im System haben wollen. Und als Drittmittelgeberin wird das nicht diskutiert? Natürlich wird das diskutiert, aber die DFG hält sich ja auch aus dem Grund im Moment mit solchen Vorschlägen zurück, weil natürlich auch hier eine institutionelle Pfadabhängigkeit und Eigenlogik handlungsleitend ist. Also die DFG wird jetzt nicht dazu übergehen, sich selbst abzuschaffen und den Vorschlägen von Uwe Schiemank oder anderen zu folgen und zu sagen, kassiert die 3,6 Milliarden Euro pro Jahr ein und verteilt sie an die Hochschulen. Kann man systemisch drüber reden? Ich bin immer dafür, solche Diskussionen zu führen, aber es wird Sie nicht wundern, dass das Präsidium der DFG sich nicht an die Spitze dieser Bewegung stellt. Ja, es wäre naiv, das zu erwarten. Ja gut, Forschungsförderung kann ja ganz unterschiedliche Formen annehmen. Aber bleiben wir bei Herrn Schiemank. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Stichwort, weil wir uns ja auch für diese Veranstaltung vorgenommen haben, ein bisschen wissenssoziologisch über diese ganze Gemengelage zu diskutieren. Uwe Schiemank hat Forschung vorgestellt, die letztendlich mit dem
Begriff der Wissenschaftsfreiheit argumentieren. Und er sagt, dass die Wissenschaftsfreiheit massiv in Gefahr steht in unserem derzeitigen Wissenschaftssystem. Er hat aber eine ganz andere Herangehensweise an diese Form von Wissenschaftsfreiheit als eine Gruppe, die sich unter diesem Begriff formiert hat. Er sagt, es ist vor allem die Drittmittelforschung, die er als thematisch einschränkend sieht, die er vor allem eben durch diese starke vom BMBF geforderte thematische Einschränkung als Gefahr für die Wissenschaftsfreiheit sieht. Und es ist eben auch die immer niedriger werdenden Bewilligungsquoten dieser Drittmittelanträge, die ja nach Corona quasi noch geringer geworden sind, die eben die Wissenschaftsfreiheit gefährden, weil sich mehr oder weniger Drittmittel nur noch selbst generieren und diese Forschung letztendlich, die auf diesen Drittmitteln passieren soll, eben auch ad absurdum geführt wird. Herr Reitz, ich weiß ja, als Wissenssoziologe sind Sie mit den Forschungen von Herrn Schiemann vertraut, aber jenseits dessen, was würden Sie sagen, ist da die größte Gefahr in diesem Spektrum? Ich würde sagen, man kann das von zwei ganz verschiedenen Seiten aus sich anschauen. Die eine Seite ist die, dass man wirklich überlegt, was ist eigentlich in einem schon relativ juristischen Sinne, da werden Sie mich sicher auch gleich korrigieren, oder zumindest in einem rechtsbezogenen Sinne Wissenschaftsfreiheit. Und da haben wir ja die interessante Doppelung, dass von dem Schreiben der Doktorarbeit an eigentlich alle Wissenschaftsfreiheit genießen, gleichzeitig aber Weisungsabhängigkeit herrscht auf den meisten Stellen. Und das heißt, das schränkt diese Freiheit des Forschens dann schon wieder stark ein, und auf Projektstellen ist es nochmal stärker eingeschränkt, weil man sich dann ja meistens eben auf eine Stelle mit einem bestimmten Thema bewirbt, und sehr oft ist dann ja einfach vorformuliert, was man macht. Und da kann man jetzt drüber streiten, wie frei die Leute sind, die das machen. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, sie sind weniger frei als die Professorinnen und Professoren, die sich diese Programme ausgedacht haben. Und wenn man dann noch überlegt, das ist jetzt eher wieder wissenschaftssoziologisch, wie solche Programme zustande kommen, nämlich, oh, wir haben jetzt so viele Leute, die was in der Richtung machen, dann bilden wir mal diese Beutegemeinschaft und wollen irgendwie hier noch mehr Geld einwerben. Oder, also ich kann das jetzt von diversen Unis wirklich fast berichten, dass gesagt wird, es kommt jetzt bald die neue Exzellenzrunde. Womit treten unsere Geistes- und Sozialwissenschaften an? Also da ist nicht eine Forschungsidee am Anfang, da ist keine Wissenschaftsidee am Anfang, sondern man will an dieses Geld ran. Und dann bildet man Zweckgemeinschaften, um irgendwie dieses Geld zu kriegen, und schreibt irgendeinen Titel drauf. Und dann jetzt bin ich auf der anderen Seite, nämlich auf der wissenssoziologischen Seite. Es gibt eben Mechanismen, die dann doch relativ stark die Leute in ihrer Tätigkeit beschränken. Und da kann man jetzt sagen, davon gibt es mehr oder weniger. Das ist kein absolutes Datum. Aber es gibt mehr oder weniger Freiheit in den Möglichkeiten, mich in meiner Forschung an meiner wissenschaftlichen Neugierde zu orientieren. Und ich weiß es in meinem wirklich sehr bescheidenen Umfang an meiner eigenen Uni, wenn ich bei allen Projekten mitgemacht hätte, wo ich angefragt worden wäre, hätte ich jetzt überhaupt keine freie Zeit mehr, irgendwas zu forschen. Sondern dann würde ich irgendwie Stellen jonglieren und irgendwie gucken, dass die Leute über die Runden kommen und dass wir irgendwie den nächsten Abschlussbericht schreiben. Und das hat dann wiederum nochmal diese andere Seite, das wurde ja eben schon erwähnt. Und dass es auch ganz schön lange dauert, diese Anträge zu schreiben, dass sehr, sehr viel Fleiß in diese Anträge gesteckt wird und dass gleichzeitig viele dieser Anträge trotzdem so ein bisschen aussehen wie Potjomkinsche Dörfer oder sich als solche erweisen, wenn man ein bisschen näher hinschaut. Also dass eben, also ich weiß es aus der eigenen Antragspraxis und vieler anderer irgendwie, viele Literatur, die da zitiert wird, wurde natürlich nicht gelesen. Und viele Dinge hat man irgendwie einfach nur mal so zusammengestellt. Und wenn man schaut, was da an Pseudowissenschaft produziert wird und dann aber schon mit einer großen Liebe zum Detail und mit sehr, sehr vielen Schleifen. Und wenn man sich dann noch anschaut, dass es eben in einigen Bereichen wie bei ERC-Grants sehr, sehr geringe Bewilligungsquoten gibt, dann hat man die Idee, okay, die Leute beschäftigen sich aus irgendeiner Konkurrenzdynamik heraus halb freiwillig nicht mehr mit dem Kern dessen, was sie mal wissenschaftlich interessiert hat oder was sie wissenschaftlich interessieren könnte. Und das sehe ich als eine reale Gefährdung der Wissenschaftsfreiheit. Vielen Dank, Julika Grimm. Ja,
Noch kurz zu dieser ja sicherlich auch bewusst polemisch inszenierten Intervention von Uwe Schiemann, der ja im Ruhestand ist und das jetzt auf gute Weise nutzt, um ab und zu mal ein bisschen Sprengstoff in die Debatte zu streuen. Ich glaube, das Hauptthema dieser Intervention ist ja nicht unbedingt nur die Wissenschaftsfreiheit, sondern das, was er als quasi Wettbewerb bezeichnet. Das heißt, und das ist ja wissenschaftssoziologisch gut belegt, es gibt längst eine Verkehrung von Mitteln und Zwecken im System, die auch dadurch befeuert wird, dass wir an allen Ecken und Enden neue kleine Pseudo- und Quasi-Wettbewerbe um alles anzetteln. Und ich glaube, wir haben fast alle den Eindruck im Alltag empirisch gewonnen, dass das zu viele Ressourcen, zu viel Zeit, zu viel Kraft kostet und dass dadurch das, was so das Kernstück unserer meritokratischen Selbstbeschreibung ist, nämlich die besten Auslese auf transparente und nachvollziehbare Weise, nicht befördert wird, weil wir viel zu viel Kraft und Zeit investieren in Generalproben für Generalproben für Generalproben beim nächsten großen oder kleinen Wettbewerb. Wenn zum Beispiel auch der Zugang für bestimmte Wettbewerbe, wie zum Beispiel den Kommunikatorpreis, an manchen Unis dadurch geregelt wird, dass man sich in einem Wettbewerb bewerben muss, um überhaupt hier vorgeschlagen zu werden, dann ist es für mich ein gutes, aber auch ein bisschen bedrückendes Beispiel dafür, wie die Verwettbewerbisierung von allem Wissenschaft behindert. Und auch das ist gut erforscht, zum Beispiel von der Kollegin Margit Schölle-Janze an der LMU in einem DFG-Projekt, wo sie einen sehr langen Aufsatz dazu verfasst hat, was das in den letzten Jahrzehnten in der deutschen Wissenschaft angerichtet hat. Vielen Dank. Sandra Janssen direkt dazu. Ja, noch zur Frage der Wissenschaftsfreiheit. Also Frau Steinberg darf mir gleich den Kopf zurechtsetzen, wenn ich irgendetwas juristisch Falsches sage. Aber es gibt ja ein relativ interessantes Urteil aus dem Jahr 1996 schon vom Bundesverfassungsgericht, wo es auch schon um die Problematik befristeter Arbeitsverhältnisse an der Universität oder an Hochschulen und Forschungsinstitutionen ging. Und im Grunde genommen diese Möglichkeit des Befristens, wie sie dann ja auch ins Wissenschaftszeitvertragsgesetz eingegangen ist, damit gerechtfertigt wurde, dass den Institutionen als solchen Wissenschaftsfreiheit zustehe und dass sie in diesem Sinne zugunsten ihrer eigenen Effizienz unter dieser Vorstellung, dass sozusagen Befristung, also dass das zu Fluktuation, zu Innovation führe, dass es sozusagen von ihrer Wissenschaftsfreiheit gedeckt sei, in diesem strukturellen Maße zu befristen, wie das jetzt eben unter dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz auch immer noch der Fall ist. Und mich frappiert daran in massiver Weise, wie sehr die Freiheit der Institutionen da über die des Individuums gestellt wird, weil es mir zunächst einmal irgendwie evident scheint, dass Wissenschaft etwas ist, was in Köpfen von Menschen geschieht und dass die Freiheit, also dass einfach der Begriff Freiheit nicht einfach in Effizienz übersetzt werden kann, weil das ein Kategorienfehler wäre. Und dass Freiheit insofern eigentlich vor allem vom Individuum her gedacht werden muss. Und warum wäre dann die Freiheit der Institution als höher zu bewerten, als die möglichst vieler unterschiedlicher Individuen frei zu forschen, was natürlich auch die Ressourcen und die Möglichkeiten dazu erfordert. In der Hinsicht bin ich irgendwie perplex, weil es durchaus auch Stellungnahmen beispielsweise der UNESCO gibt, die eben sagt, zu viel Befristung schränkt die Wissenschaftsfreiheit ein. Und in dieser Hinsicht habe ich den Eindruck, und man muss vielleicht in diesem Kontext auch noch wissen, dass es ja gerade dieses Urteil ist, auf das sich jetzt auch wiederum berufen wird, wo die Humboldt-Universität klagt gegen das neue Berliner Hochschulgesetz, das eben für mehr Entfristungen sorgen soll. Also das ist eine ziemlich komplexe, auch juristische Gemengelage, bei der ich das Gefühl habe, es müsste viel mehr zusammengedacht werden, was eigentlich Befristung für eine Unfreiheit bedeutet. Ja. Vielen Dank. Ja, ich wollte Sie gerade adressieren, Frau Steinbeck. Sie wurden ja jetzt mehrfach implizit sozusagen angesprochen. Ich denke, vor allem auch als Hochschulleiterin ist Ihre Perspektive in dieser Hinsicht jetzt sehr, sehr wichtig, weil jetzt haben alle über Drittmittel mehr oder weniger geklagt, ne? Und haben sozusagen die Wissenschaftsunförmigkeit von Drittmitteln beklagt. Letztendlich
Sie wissen es selbst, in Leistungsvereinbarungen von Hochschulleitungen werden Drittmittel quasi als der Ausweis an Qualität immer noch und immer stärker festgesetzt. Wie würden Sie als Hochschulleiterin überhaupt diese Diskussion um die Wissenschaftsförmigkeit von Drittmittel kommentieren wollen? Jetzt sind ja sehr viele Punkte hier angesprochen worden und also ich kann dem eigentlich nur zustimmen. Es ist genau so, wie Sie das beschrieben haben bei der Exzellenzstrategie. Und ich würde auch dem Vorschlag, die eventuell abzuschaffen, ich hätte mich da nie dagegen ausgesprochen. Aber als ich das mal ganz vorsichtig erwähnt habe in der HRK, weil wir nämlich auch ein Papier dazu gemacht haben, da wird mir fast den Kopf abgerissen. Ja? Obwohl wir auch ein Cluster haben, aber wir sind ja nicht Exzellenzuniversität. Und da hätten Sie mal Direktoren hören sollen, das war unglaublich. Das mal dazu. Das Zweite ist, ich bin überhaupt kein Freund von Zielvereinbarungen. Ich mache das ganz, ganz, ganz selten, nur in ganz bestimmten Konstellationen. Aber naja, das ist einfach das Einzige, was man zählen kann. Ja? Das ist wegen die Drittmittel als Ausweis von wissenschaftlicher Qualität. Und wir wissen natürlich alle, dass Drittmittel in erster Linie Wissenschaft finanzieren, aber ja nicht der Ausweis von guter wissenschaftlicher Qualität sind. Und ich kann natürlich auch Frau Green verstehen, dass die DFG sich da nicht zur Speerspitze machen kann. Aber ich hatte ja den Gedanken eben auch schon geäußert, wir können die DFG auflösen und das als Grundmittel verteilen, dann haben wir natürlich mehr. Ja. Zur Wissenschaftsfreiheit. Natürlich, also die Wissenschaftsfreiheit als Grundrecht schützt ja erstmal nur gegen den Einzelnen gegen Eingriffe vom Staat. Und es ist ihnen ja unbenommen zu forschen, wie sie möchten. Und der Staat kann natürlich auch nur Ressourcen insoweit zur Verfügung stellen, wie sie auch irgendwie im Vergleich zu anderen Infrastrukturausbau, Grundschule, Kita, wie er sie überhaupt hat. Also sie können ja nicht sagen, ich habe Wissenschaftsfreiheit und du Staat, sorge jetzt bitte dafür, dass ich hier forschen kann, wie ich möchte. So können sie die Wissenschaftsfreiheit nicht verstehen. Die Wissenschaftsfreiheit ist ein Abwehrrecht des Bürgers gegen den Staat. Er darf ihnen nicht verbieten, Genderforschung zu betreiben, dann ist die Wissenschaftsfreiheit verletzt. Ja, also insofern, Sie kommen mit den Grundrechten, kommen Sie im Wissenschaftszeitvertragsgesetz nicht richtig weiter. Ja, also der richtige Weg wäre gewesen, das ganze System zu überdenken. Aber aus der Politik kam die Anfrage, welche Änderungen könnte man im Wissenschaftszeitvertragsgesetz machen? Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es das System nicht gut ist, dass es eine Überhitzung an Drittmitteln gibt, dass man vielleicht über das Departmentmodell nachdenken müsste. Das ist alles richtig. Ich halte das nur so für ein bisschen realitätsfern, weil es ist 5:12 Uhr. In 2 Monaten wird ein neues Wissenschaftszeitvertragsgesetz auf den Tisch kommen. Und ich fände es schon schön, wenn wir nochmal überlegen würden, was wäre wirklich wichtig. Und es sind ja auch noch Fragen wie die familienpolitische Komponente, Vorrang der Qualifizierungsbefristung. Muss man in 3 Absatz 2 vielleicht begrenzen, dass es eine Höchstgrenze von Drittmittelbefristung gibt? Das sind so viele Fragen. Also wir können natürlich über die Wissenschaftsfreiheit ganz, ganz lange sprechen. Finde ich auch ein tolles Thema. Aber es bringt nicht so richtig was nach vorne. Ja. Wenn ich das auch mal was Negatives sagen darf. Oder was etwas. Und dann würde ich jetzt vielleicht, um daran anzuknüpfen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass jemand den Master mit 25 oder 26 macht. Ich meine ja, man sollte nicht 6 Jahre promovieren. Was sagten Sie, ist der Durchschnitt 4,5? Also ich meine 4 Jahre. Aber selbst wir haben 5 Jahre, dann ist er 31. Wenn man ihm dann noch 3 Jahre gibt, bis eine Entscheidung fällt, ja, es muss einfach irgendwann eine Entscheidung treffen und die kann auch nicht der Betroffene nur selbst fällen, weil der wird immer sagen, ich bin gut genug. Ja, es wird auch nicht jeder, der Oboe spielen will, bekommt einen Platz in der Philharmonie. Also es muss eine Entscheidung geben. Wenn man dann ist er 34, dann kommt das große Karriereentwicklungsgespräch und dann hat er ja auch nicht am nächsten Tag gleich eine Stelle außerhalb der Wissenschaft. Also noch ein Jahr drauf ist er 35. Ich weiß nicht, warum dieser Vorschlag so, so furchtbar ist. Also ich stehe immer noch dahinter. Ist ja klar, dass ich jetzt meine Meinung hier nicht ändere. Es ist ein bisschen paternalistisch, weil natürlich dann gesagt wird, du musst das System jetzt verlassen. Aber irgendwann muss diese Entscheidung fallen. Und ich finde sie halt zu früh nach der Promotion. Und ich gebe zu, man sollte auch nicht mit 40 treffen. Also das nochmal als Zusammenfassung. Möchte jemand auf Frau Steinbeck reagieren, Herr Reitz? Ja,
Ich meine, das ist ja unser wirklich harter und einziger Dissens auf dem Podium. Insofern sollten wir nochmal drüber reden. Ja. Und das ist auch spannend. Also ich weiß gar nicht, ob Sie jetzt gegen alle sind, aber es ist auf jeden Fall, das macht ihn nicht. Das ist manchmal eine super Position auf dem Podium. Also, aber ich versuche jetzt nochmal ein bisschen in die andere Richtung zu argumentieren. Und ich würde eben wirklich sagen, es ist ein Unterschied, ob man sofort eine Professur bekommt nach der Promotion. Da würde ich sagen, nein. Und selbst das hat die Junge Akademie ja schon mal gefordert. Die haben also in diesem Papier, das sind in den Department-Modellen, haben sie mehr oder weniger gefordert, das geht relativ direkt in eine Professur über und wir haben keine anderen wissenschaftlichen Stellen mehr. So radikal bin ich gar nicht. Sondern ich würde sagen, wir bräuchten einen zeitlich gestaffelten Übergang zu einer normalen wissenschaftlichen Beschäftigung ab der Zeit nach der Promotion. Da kann es Übergangsfristen geben und alles, aber die sollten eben Übergangsfristen sein und nicht nochmal diese lange Probephase, wo man sich nochmal beweisen muss. Weil in dieser Probephase alles das passiert, was wir gerade kritisiert haben. Man jagt den Indikatoren hinterher, man jagt den Drittmitteln hinterher, man muss sich gegen andere profilieren, die auch auf dem Markt sind und so weiter. Und da fände ich es, wie gesagt, wesentlich besser, wenn man eine relativ niedrige Einstiegsstellung erstmal bekäme und wüsste, okay, ich kann im Prinzip in diesem Feld weiterarbeiten und wenn man sich dann erst auf dieser Basis weiter profilieren kann. Also ich fände das schon besser. Und ich fände auch, um noch einen letzten Punkt zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz zu sagen, wenn uns das zwingen würde, jetzt höre ich mich immer gekoppelt, so ein bisschen später, ist auch eine interessante Sache. Denn den Journalisten hier im Raum, wenn ich das richtig sehe. Okay, alles klar. Wenn uns das Wissenschaftszeitvertragsgesetz zwingen würde, andere Dinge zu reformieren, wäre das vielleicht auch nicht der schlechteste Weg. Also in Berlin haben sie es ja gemacht, da gab es erstmal diese Regelung des Senats, wo man gesagt hat, okay, das können die Unis nicht umsetzen und sie haben sich geweigert und so weiter und jetzt macht sie Humboldt-Universität aber doch irgendwie mit einer gewissen Verspätung. Also man kann aus der Politik auch manchmal harte Zeichen setzen und kann sagen, okay, ihr müsst jetzt kreativ werden, wenn ihr überhaupt euren Betrieb noch weitermachen wollt. Und das finde ich nicht so schlimm, wenn man mal Zeichen dieser Art setzt. Deswegen wäre ich eben wirklich für diese starke Einschränkung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Ist die Uni Bremen auch inzwischen. Ja. Ne? Da gibt es auch Personalmodelle, die sozusagen mit entfristeten Postdocs neben der Professur arbeiten und das jetzt eben auch schon fest in der... Nein. Dirnagel, Sie hatten sich zuerst gemeldet und dann Frau Grimm. Da würde ich jetzt doch Herrn Reitz noch mal fragen. Also ich weiß nicht, also ich habe ja selber Sachen gesagt, die man als naiv bezeichnen kann. Insofern ist es nicht naiv zu glauben, dass wenn man jemanden eine Stelle gibt nach der Promotion, dass er auf dieser Stelle bleiben wird? Also ich meine, Sie haben ja irgendwie suggeriert, dass die dann ja in dieser Zeit, und das kann man ja unterstützen, das ist übrigens auch etwas, was uns fehlt, dass wir den Leuten überhaupt strukturierte Wege aufzeigen und sie sozusagen, eigentlich ist es immer nur die Professur und da kann man, das würde dann auch helfen, dass also Leute, ich sag's mal, freiwillig wieder ausbiegen aus diesem Weg, obwohl sie eine Dauerstelle hatten. Ich glaube aber trotzdem, dass die Dauerstelle in Akademia, muss ich nochmal vorstellen, was das Tolles ist. Also ich meine, jetzt nicht nur als Professor, sondern also wir haben eine unglaubliche tolle Sache, wenn wir in der Forschung sozusagen im Elfenbeinturm sein können. Und wer würde freiwillig, auch wenn wenn andere von außen sagen würden, weiß jetzt nicht, ob das wirklich Standard ist, selbst Standard ist, aus diesem System ausscheren, zumindest in dem Grad, wie das dann nötig wäre, um es tatsächlich finanzieren zu können. Ich halte das für naiv, ehrlich gesagt. Und insofern, dummerweise, also jetzt schränke ich mein Statement dahingehend wieder ein, dass ich sage, natürlich, also wir brauchen mehr Dauerstellen, weil es tatsächlich so ist, dass wir nicht genügend Leute in dieses System so reinbringen. Aber wenn wir jetzt in der jetzigen Situation das so machen würden, und wir reden ja jetzt über eine Novelle dieses Gesetzes, dann sehe ich wirklich den Punkt von Frau Steinberg, dass wir da am Schluss, also nicht am Schluss, sondern relativ sofort das System dicht haben. Also wenn man das nicht, insofern habe ich von Anfang an dafür plädiert, dass das mit diesem Systemischen irgendwie verbunden werden muss, sonst kann das auch zu einer Katastrophe führen. Also da würde ich gerne nochmal ein Gegenargument hören, warum das nicht so ist. Also
Ich glaube, Frau Jansen hat eins, wenn sie direkt jetzt antworten darf und dann Judika Green. Okay, also nur zu der Verstopfung. Warum nicht einfach eine Übergangsregelung finden, die Hochschulen dazu verpflichtet, Jahr für Jahr, so lange wie eine Generation durchläuft, ihren Befristungsanteil zu reduzieren? Damit dann wirklich in jeder... Also was meinen Sie Befristung, was ist das Höchste bei Postdocs? Lassen Sie mal die Doktoranden raus. Ja, dass die befristet, ist klar. Ja, das ist ja auch bei dieser 98%-Zahl sind die drin. Das ist ja sowieso alles nicht richtig. Aber wenn wir jetzt nur die Postdocs auf Haushaltsstellen nehmen, wie viel meinen Sie, wäre gerechtfertigt, dürften da befristet sein? Weil Sie ja immer sagen so, naja, unsere Forderung ist ja, Postdocs nicht mehr befristen und nur für eine Übergangsphase. Das wäre jetzt das Verstopfungsproblem, entsteht ja immer nur dann, wenn man sagt, eine Generation wird privilegiert. Ja. Wenn wir jetzt das Gesetz umstellen, dann werden sofort alle Stellen besetzt und 30 Jahre kommt niemand mehr rein. Aber an der Stelle braucht man doch nur eine sinnvolle Staffelungslösung zu finden. Also eine, die in der Zeit einfach nach und nach den Befristungsanteil reduziert, damit wirklich jede Generation noch reinkommt, aber dann eben nur in der Zahl, wie sie auch vertretbarerweise weiter beschäftigt werden können. Also nur die ausscheiden, die dürfen dann wieder neu rein. Also die altersmäßig ausscheiden, sie wollen das strecken, alle sind entfristet und immer wenn jemand altersmäßig ausscheidet, wird unten wieder eine entfristete Stelle frei. Ja, das vor allem ist Mini-Zahlen. Nein, der Übergang ist, also darum geht's. Also es wird ja jetzt irgendwie suggeriert, alle, die irgendwie jetzt gerade eine Stelle haben, werden sofort entfristet. Und wenn man das macht, dann hat man tatsächlich eine Verstopfung oder wie man es nennen will oder eine Zuzementierung. Aber das ist ja nicht, also das ist ja der Zielzustand, dass man 100% Entfristeter hat und es ist nicht irgendwie der Übergang. Sondern der Übergang müsste sein, dass man jetzt erstmal 40%, dann 50%, dann 60% und so weiter entfristet hat. Bis man schließlich nach 15 Jahren oder wie lange so eine akademische Generation braucht, 100% Entfristung hat. Und dann hat man einen normalen Rhythmus, wie man ihn auch in den Sekretariaten hat, wie man ihn auch in Arztpraxen hat und so weiter. Dann hat man eine normale Altersstruktur. Dann ist es tatsächlich so, wenn die Leute auf eine Professur gehen, wenn die Leute ins Ausland gehen, wenn die Leute vielleicht doch den Berufszweig wechseln und so weiter, dann wird wieder eine Stelle frei. Und das, genau, ja. Ja, das ist der Punkt. Beim Berliner Hochschul, in der Berliner Initialen. Das ist das Problem bei der Berlin. Das ist tatsächlich ein Problem. Ja, dass sie diese Übergangsregelung nicht haben. Ja. Vielen Dank für die Klarstellung, Frau Grimm. Also ich glaube, Steffen Mau hat das eine rollierende Lösung genannt. Aber wenn die allein daran hängt, dass, Sie hatten das angedeutet, Herr Diernagel, dass Leute auf einer entfristeten Postdoc-Stelle oder auf einer entfristeten Stelle danach doch wieder rausgehen, weil sie ein attraktives Angebot auf dem Arbeitsmarkt woanders wahrnehmen. Das ist vielleicht in bestimmten Fachkulturen der Fall, weil da unglaublich attraktive Möglichkeiten sitzen. Für die Geistes- und Sozialwissenschaften ist die Lage deutlich anders. Deswegen gibt es ja interessanterweise auch in diesen Fachkulturen mehr entfristete und gut dotierte Stellen, weil man sonst überhaupt nicht mehr konkurrieren könnte mit diesem Arbeitsmarkt. Das aber nur in Klammern. Worüber wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht so gesprochen haben, ist ja diese Variante, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man sagt, für Daueraufgaben, Dauerstellen nach der Promotion. Wir haben noch gar nicht über Lehre gesprochen, über die ganz schlechten Betreuungsrelationen in Deutschland. Es gibt ja viele Aufgaben neben der Forschung im engen Sinne, die heutzutage auf jeden Fall dazugehören, die aber in dem Karrieresystem, das wir haben, nicht angemessen belohnt und abgebildet werden. Also dieser Vorschlag von verschiedenen war ja für diese Daueraufgaben, die eine ganz andere Kontinuitätsdimension haben, Dauerstellen. Aber sobald der Aufstieg auf die Professur am Horizont anvisiert wird, dann doch Befristungsregelungen, zum Beispiel über Zwischenevaluation. Ja, ich stelle das jetzt nur mal in den Raum, weil das ja auch ein Vorschlag an vielen Stellen gewesen ist. Direkt dazu, Sandra Jansen. Ja, wenn ich darf. Das ist auch etwas, was tatsächlich der Deutsche Hochschulverband so ein bisschen in die Diskussion eingebracht hat, dass er sagt, es solle doch nach Möglichkeit zwei Tracks geben, sozusagen den Tenure-Track-Pfad für die ProfessorInnen werden wollen und den Dauerstellenpfad für diejenigen, die eher
die sogenannten Daueraufgaben erfüllen. Und ich sehe dabei ein fundamentales Problem. Wenn man diese Entscheidung relativ früh trifft, dann hat man sozusagen ein männlich konnotiertes Modell, irgendwie Risiko und Aufstieg, und ein weiblich konnotiertes Modell, Sicherheit und Dienstleistung. Und das wird dazu führen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass der Frauenanteil in Führungspositionen ganz sicher nicht steigt. Das ist einfach, das wird schon, also für Frauen selbst wird es teilweise aus biologischen Gründen einfach interessant sein, möglichst früh eine Dauerstelle zu haben, wenn man eine Familie gründen will, weil man einfach mal weniger Zeit hat als Männer. Und Männer sind einfach sozusagen in der Regel anders sozialisiert und kommen mit diesem Unsicherheitsrisikomodell irgendwie besser klar. Also da kann sein, also ich würde jetzt vermuten, da findet vielleicht eine Selbstselektion statt, da findet aber wahrscheinlich auch eine vorurteilsgetriebene Unterscheidung statt. Also das Modell finde ich in dieser Hinsicht bedenklich. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt nicht mehr allzu viel Zeit. Ich hatte quasi noch eine letzte Kategorie in meinem Skript, die ich gerne ansprechen wollen würde. Und diese Kategorie heißt Buzzwords und Narrative. Wir haben ja quasi schon mit der Verstopfung angefangen. Ne? Es gibt noch andere Narrative. Innovation ist so ein Narrativ oder auch Rechtssicherheit. Und mit Letzterem würde ich ganz gerne anfangen. Und eben auch mit der Juristin hier im Raum. Als ich noch Postdoc war, an ihrer Hochschule gab es quasi und auch durch das Wissenschaftszeitvertragsgesetz letztendlich verschärft so eine Art, also man wurde in Frontstellung zur Verwaltung gestellt. Man galt vor allem eben als Einklagerisiko. Und ich weiß, ich bin damit nicht alleine mit dieser Meinung. Das hat unter anderem dazu geführt, dass ich bis heute kein Arbeitszeugnis bekommen habe, weil meine Tätigkeiten, ich war 8,5 Jahre an der HU Düsseldorf beschäftigt, mit Sicherheit die Daueraufgaben auf über 10% bewertet hätten. Und ich habe mich dann gefragt, als mir immer dieses Framing als Einklagerisiko begegnet ist, wenn es denn wirklich eine Rechtslage gibt, die es wahrscheinlich macht, dass wirklich Massen dagegen vorgehen können, kann man denn mit Habermas da nicht von autoritärem Legalismus sprechen? Sprich, ist da nicht die Klage irgendwie, oder sind da nicht die Kläger das Problem, sondern die Rechtslage? Also wie stark muss man sozusagen diese Rechtslage, wie stark kann man sie dehnen, wenn man so viele potenzielle Kläger anscheinend hat? Mal Habermas erklären. Also ich kann nur sagen, dass es die Realität ist, dass wir wirklich sehr häufig vor Gericht sind, weil sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einklagen. Leider wirklich auch immer nur in einer Fakultät. Es ist halt so, weil es in allen anderen Fakultäten einen solchen Arbeitsmarkt gibt, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, sich einzuklagen, weil sie nämlich in der freien Wirtschaft das 3- und 4-fache verdienen können. Es ist einfach kein Arbeitsmarkt da, und dann hält man natürlich an dieser Stelle fest. Und was sicherlich aber, das ist kein Problem des Gesetzes, sondern das ist ein tatsächliches Problem, dass es Führungskräfte gibt, die ihre Aufgabe nicht richtig wahrnehmen. Und das ist ein wirkliches Problem. Also ich habe meiner Personalabteilung gesagt, ich möchte dann auch die Namen haben, damit ich mit den Kollegen und Kolleginnen sprechen kann, die ihren Wissen, die Menschen, den jungen Wissenschaftlern, die noch in der Qualifizierungsaufgabe sind, wirklich so viel Daueraufgaben, Aufgaben in der Lehre, Masterarbeiten zu korrigieren geben, dass sie wirklich nicht dazu kommen, sich zu qualifizieren. Und dann natürlich die Qualifizierung, die ja erforderlich ist, um die Befristung zu rechtfertigen, nicht erfüllt ist, sondern es sind ganz andere Aufgaben, es sind tatsächlich Daueraufgaben, und dann können sie sich natürlich einklagen. Aber ich sehe jetzt nicht, warum das ein Problem des Gesetzes sein soll, wenn, also die Menschen halten sich halt nicht daran und sind schlechte Führungspersonen, aber dann kann ich ja nicht das Gesetz ändern, ich muss die Menschen ändern. Oder? Ich habe aber mal. Nein, ich glaube, es geht darum, dass man sozusagen die Verwaltung gegen die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen letztendlich ausspielt, ne? Wenn man sozusagen die ganze Zeit als Einklagerisiko gilt.
und dadurch sozusagen einfach ungute Anreizsysteme geschaffen werden. Ich meine, wie gesagt, ich habe nach wie vor kein Arbeitszeugnis. Das sollte mir eigentlich zustehen. Klar, aber es ist sozusagen schon so, dass mit den erweiterten Studienzahlen, mit den Aufgaben, die sozusagen gestiegen sind, auch während der Pandemie, man musste einfach sehr viel mehr das tun, was als Daueraufgabe zählt. Wenn die tatsächliche Lage, also wenn es zu viel Korruption gibt, dann können Sie doch auch nicht sagen, ich ändere das Korruptionsgesetz, sondern Sie müssen an der tatsächlichen Lage etwas ändern. Sie müssen sehen, dass Sie die Führungskräfte schulen, was wirklich nicht einfach ist, wenn Sie Kollegen haben, sagen, jetzt erkläre ich Ihnen erstmal, wie ist das Wissenschaftszeitvertragsgesetz und Sie müssen Ihren Mitarbeitern genug Zeit für Qualifizierung lassen. Also ich muss doch die tatsächliche Lage ändern und nicht das Gesetz. Aber ich habe es ja eben. Ja, wie gesagt, die Befristung im Gesetz, ne, und die zeitliche Komponente, die sind einfach auch problematisch. Herr Reitz. Daueraufgaben auch so ein Buzzword ist. Aber, und da wollte ich gleich noch was zu sagen, aber noch kurz zu der Frage, ändert man das Gesetz oder die Realität? Also ich meine, die Politik versteht sich, glaube ich, so, dass sie die Realität durch Gesetze ändert. Also das ist schon erstmal das, was Politik einfach macht. Und selbst bei Korruption kommt man, glaube ich, damit einen Schritt weiter. Also es ist ein Unterschied, ob die EU-Abgeordneten im EU-Parlament ihre Lobbygespräche und so weiter offenlegen müssen oder nicht. Das ist also je nachdem, wie eng oder wie lässig da die Berichtspflichten sind und so weiter. Und ich bin jetzt nicht dafür, alles durchzubürokratisieren und den Leuten ganz genau vorzuschreiben, was sie machen müssen. Und ich sage, man hat meistens auch mit dem Gesetz Möglichkeiten, Realitäten etwas zu korrigieren. Aber ich würde Ihnen total zustimmen, dass die Menschen da natürlich auch in Strukturen irgendwie finden müssen, wo es möglich ist, sich anständig zu verhalten. Also ich wollte aber noch eine Sache zu den Daueraufgaben sagen, weil Sie das ja auch jetzt angesprochen hatten. Ich bin mir immer nicht so sicher, wie man die von dem abgrenzt, was wir an der Uni alle sowieso machen. Also ich sage immer, unsere Daueraufgaben sind Forschung und Lehre. Und ich sehe eigentlich niemand, der ernsthaft an der Universität arbeitet, der oder die da irgendwie ganz rausfiele. Es ist schwer zu sagen irgendwie, wenn jemand über 6 Jahre hinweg Seminare gegeben hat, ah ja, jetzt brauchen wir diese Aufgabe auf einmal nicht mehr. Man kann sogar meistens sagen, das zählt doch zum Kerncurriculum des Instituts. Und es ist bei der Forschung eigentlich ähnlich. Man hat zusammen irgendwie angefangen, was aufzubauen und dann gibt es eben eine strukturell bedingte, vielleicht auch willkürlich gesetzte Grenze. Deswegen wäre ich eigentlich eher dafür, diese Daueraufgaben wirklich so zu definieren und dann zu sagen, die müssen aber jetzt auf mehr Schultern verteilt werden. Also es gibt ja die ausbeuterische Variante, die auch noch von einigen Bundesländern gewählt wird, dass man sagt, naja, 14 bis 18 Stunden Lehre oder sogar 20, das macht ja Brandenburg tendenziell. Also das ist irgendwie dann die echte Daueraufgabe. Da würde ich sagen, das ist dann halt nicht mehr akademische Lehre, sondern das ist so eine Art Schulunterricht für ältere Leute. Aber das ist irgendwie, wenn man aber ernsthaft diese Daueraufgaben bestimmt, dann könnte man sagen, es ist doch was anderes, ob die Postdocs jetzt alle 4 SWS haben oder ob wir dauerhafte Mitarbeitsstellen haben, wo die Leute 8 SWS haben. Das wäre eine ganz einfache Korrektur und wir könnten schon den Betreuungsschlüssel super irgendwie besser bestimmen. Also wir könnten wirklich uns intensiver auf die Studierenden einlassen und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass man an der Front sehr viel machen könnte, wenn man relativ großzügig bestimmt, was sind unsere Daueraufgaben und dann aber auch wirklich guckt, dass die gleichmäßig auf alle verteilt sind, die im System sind. Das wäre so mein Ansatz, um dazu. Ja, Sie können, ja. Das leuchtet mir erstmal ein, weil man dann auch, glaube ich, nochmal fragt, ob nicht ein Hebel auch am an den Kapfors liegen. Und das ist ja somit das dickste Brett des deutschen Systems. Das Fass mache ich jetzt hier nicht auf. Aber das ist natürlich nicht völlig unverbunden. Ne? Ich glaube allerdings, dass angesichts der ganzen anderen sogenannten Leistungsdimensionen, die die Politik ja uns auch sehr gern ins Aufgabenheft schreibt, ich sage nur Transfer, Wissenschaftskommunikation etc. etc. etc., Third Mission und wie wir das alle nennen. Also wir sind ja längst nicht mehr nur bei Forschung und Lehre. Und da ist für mich eine ganz große Frage, wie organisieren wir Arbeitsteilungen, die wir realistischerweise brauchen, so,
dass nicht zu viel Ungerechtigkeit verstärkt wird. Aber ich glaube, die Vorstellung, dass alle alles schultern und alle irgendwo ein bisschen mitmachen, die ist auch sehr naiv. Und ich glaube, es gibt gar nicht wenige Leute, und das sind, glaube ich, nicht nur Frauen, die sagen, ich sehe, dass das zunehmend auch jüngere männliche Kollegen sind, die sagen, ich will nicht in jede Variante des Rattenrennens rein. Ich habe keine Lust darauf. Aber ich wäre zum Beispiel mit einer Dauerstelle, die interessant zugeschnitten ist, zwischen Management und Kommunikation oder zwischen Lehre und anderen Aufgaben, wenn sie entfristet ist, sehr zufrieden. Da brauchen wir, glaube ich, besser zugeschnittene Karrierewege, um mit dieser Aufgabenvielfalt überhaupt besser umgehen zu können. Entschuldigung. Man ist ja immer total inexistent, wenn man hier kein Mikrofon hat. Ja, vielen Dank nochmal für diese, ja, auch wieder Großziehung des Rahmens. Wir haben jetzt schon weit über eine Stunde gesprochen. Ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, sich erstmal bei dem Podium zu bedanken und dann zu öffnen auf Ihre Fragen, Ihre Kommentare und Ihre, ja, Einwürfe. Geäußert könnten Sie auch hier im Saal werden durch ein Mikrofon, das Henrike Lambrecht Ihnen gerne anreicht oder wer auch immer. Und im Zoom kennen Sie auch die Notwendigkeiten, sich zu Wort zu melden. Also erstmal vielen Dank. Und Henrike hat gleich die erste Frage. Und zwar gab es zwei Meldungen oder mehrere Meldungen, ich würde jetzt zwei hervorheben, zum Thema Hierarchie und universitäre Demokratie. Die erste Meldung war von Britta Ohm, die würde ich jetzt einfach vorlesen. Frau Steinbeck kann leider gar nicht anders denken, als in ihrer eigenen Macht des feudalen Fürstentums, das legitim über die Leben der Ungegebenen entscheidet. Eine demokratisch-rechtliche Ermächtigung dieser hochqualifizierten Untergebenen, die die Normalität eines unbefristeten Vertrages darstellen würde, macht ihr offenbar eine derartige Angst, dass ihre Vorstellungskraft entsprechend einfriert. Das ist leider eine weit verbreitete Deformation professionell in der Professorinnenschaft und der HRK, die sehr gefährlich für die Wissenschaftsfreiheit und auch für die vielbeschworene Wettbewerbsfähigkeit ist. Sie schützt die Macht einer Kaste, mehr nicht. Des Weiteren wurde hier ein Zitat von Thomas Bultmann angegeben, das besagt, allerdings gilt auch, dass demokratische Strukturen in einem weitaus höheren Maß transparent zur Fehleranalyse und Korrektur zur Selbstverbesserung in der Lage sind. Autoritäre Strukturen hingegen stellen sich wesentlich weniger selbst die Frage, scheuen die Öffentlichkeit und neigen dazu, strukturelle Fehlentwicklung unter den Teppich zu kehren und damit zu verstetigen. Entschuldigung. Deswegen sollten wir uns auf das demokratische Risiko einlassen. Zu der direkten Frage an Sie, Frau Steinbeck, ist hier nämlich, wie EU-rechtskonform ein Sonderbefristigungsrecht bzw. ein akademisches System, das faktisch auf Befristung beruht, mit der EU-Direktive die temporäre Verträge und zwar in allen Bereichen als Ausnahme festlegt. Soll ich das noch einmal wiederholen? Okay. Es wurde ja gesagt, dass das EU-Recht temporäre Verträge als Ausnahme zulässt. Und das ist eben die Ausnahme. Ich weiß jetzt nicht, welche Verordnung oder welche Richtlinie der Schreiber meint, welche EU-Richtlinie. Aber ich glaube, es kann jetzt nicht eine Firma kommen und kann sagen, wir sind die Ausnahme. Ach so, sorry, ich wollte nur versuchen, es zu klären, den Sachverhalt. Es kann jetzt nicht eine Firma kommen und kann sagen, wir machen Windräder, wir sind die Ausnahme. Bei uns gibt es halt irgendwie nur temporäre. Das ist, glaube ich, eher so gedacht, dass die Windradfirma sagen kann, jetzt sind wir einmal in einer Sondersituation und für 3 Jahre gibt es einen temporären Vertrag, aber normal machen wir natürlich normale Verträge mit den Leuten. Ja, wir bräuchten jetzt die Richtlinie, also ein Blick ins Gesetz erspart wie Geschwätz. Also wir sollten nicht über Gesetze oder Richtlinien reden. Ja.
Sandra Janssen dazu. Also ich habe jetzt leider auch keine sehr große juristische Expertise, aber ich weiß zumindest, dass das BMBF der Meinung ist, dass das Wissenschaftszeitvertragsgesetz mit dieser europarechtlichen Richtlinie konform sei, weil man sozusagen eine Regelung dafür gefunden hat, in welcher Weise befristet, also Kettenverträge, also in welchem Ausmaß die geschlossen werden dürfen. Also da gibt es sozusagen in dieser Richtlinie gibt es sozusagen verschiedene Modalitäten, nach denen man begründen kann, warum Befristung rechtskonform sei. Es gibt dagegen aber eben eine juristische Position, die sagt, wenn man nach dieser Maßgabe, die jetzt sozusagen für das Individuum eine bestimmte Zahl von oder Dauer von befristeten Verträgen festlegt, wenn man nach dieser Maßgabe vielleicht rechtskonform ist, dann kann man dagegen aber immer noch einwenden, dass eben sozusagen ein Gesamtbetrieb, der nahezu, also in dem einfach für ja, 80 bis 90% der Beschäftigten atypische Beschäftigung normal ist, eigentlich im Geiste dieser Richtlinie nicht entsprechen kann. Aber das sind verschiedene Rechtsauffassungen und es kam noch nicht dazu, dass das an das Europäische Gericht selber weitergeleitet wurde. Vielleicht dazu nur ein kleines Faktum. In den Niederlanden sind, glaube ich, weniger als die Hälfte der wissenschaftlichen Mitarbeiter befristet angestellt. Ich glaube insgesamt. Und in Norwegen, glaube ich, ein Fünftel. Nur ein kleiner europäischer Vergleich. Gibt es weitere Fragen, Anmerkungen oder sonstige Äußerungen? Danilo Scholz, bitte. Ja, danke für die interessante Diskussion. Ich würde auch gerne nochmal, weil du das gerade angesprochen hattest, Anja, den Blick kurz über den nationalen Tellerrand richten, weil das Wissenschaftszeitvertragsgesetz hat ja im Ausland durchaus Schule gemacht. Und ich finde die Art und Weise, in der Schule gemacht hat, relativ aufschlussreich. Da geht es um die Frage nach der Außenwahrnehmung und darum, welche grenzüberschreitenden Effekte sozusagen die deutsche Hochschulpolitik gezeitigt hat. In Frankreich wird von Regierungsseite also immer wieder auf den Modellcharakter dieses Gesetzes verwiesen. Modell wofür? Das ist sozusagen ein Modell für den Einstieg in den Ausstieg aus der Dauerausstellung. Ja, in Frankreich, wird man schnell verbeamtet, das sind keine Professorenstellen, das sind Lecturerstellen. Und diesem System hat Emmanuel Macron den Kampf angesagt und dann ist dann sozusagen mit dem deutschen Wissenschaftszeitvertragsgesetz als explizite Referenz im Rücken. Und da ist dann sozusagen dieses deutsche Gesetz der Besen, mit dem im verbeamteten Schlendrian Care ausgemacht wird. Das ist die eine, die ministeriale Ebene. Gehen Sie runter auf die Hochschule. Auf die Hochschulebene verwundert in Frankreich eine ganz andere Sache. Die wurde so kurz mal angeschnitten in der Diskussion, da nicht so richtig weiter vertieft. Das ist, was da frappiert sozusagen aus französischer Sicht, ist die Tatsache, dass der Fiskus öffentliche Gelder in die Hand nimmt, ziemlich viel, um Wissenschaftler, die er bereits mit Steuergeldern angefüttert, über Jahre ausgebildet hat, dann wieder aus dem akademischen Verkehr zu ziehen, um sie in Wissenschaftsmanagementstellen zu parken. Also das muss man ja auch schon sagen, dass Julika Griem hat das sehr positiv sozusagen, die Aufgabenvielfalt erweitert sich. Aber das hat schon auch eine Kehrseite. Also eine Kehrseite ist natürlich, dass diese unglaubliche Inflation von Stellen im Wissenschaftsmanagement in Deutschland und wo man sich sozusagen aus französischer Sicht dann vielleicht manchmal fragt, ob sich die deutsche Forschungslandschaft nicht damit in eigenen Fuß schießt, sozusagen. Also wie hängt das sozusagen zusammen? Das wäre für mich auch nochmal eine Sache. Oder ist es einfach so, dass sich die Anforderungen so geändert haben, dass man diese ganzen Stellen im Wissenschaftsmanagement braucht? Aber ist dieser Verdacht, dass es sich um einen Abschiebebahnhof auch handeln könnte, gerechtfertigt? Da habe ich nochmal eine Frage zugespitzt. Wer möchte darauf antworten? Ich glaube, Judika würde sehr gerne. Milo, da bin ich jetzt gefragt. Vielen Dank auch für diese Außenperspektive. Ich muss da auch zwiegespalten antworten. Auf der einen Seite kann man sich ja skeptisch sagen, dass das, was ich die Verwettbewerbisierung von allem genannt habe, natürlich als Nebeneffekt einen Aufwuchs dieser sogenannten Managementstellen erzeugt. Ja, das ist ein System, das sich selbst aufwendig managen muss. Und viele scheinbar neue Aufgaben, bestehen ja gerade darin, dieses Biest zu füttern, würde man sagen. Aber ich glaube, das ist nur die eine Seite der Medaille. Ich glaube, und das bringt mich zurück zu dem, Anja, was du im Verhältnis von Verwaltung und Wissenschaft angesprochen hast. Ich glaube, dass es uns gleichzeitig gut tun würde, dieses ja oft viel zu verhärtete Verhältnis. Also man kennt gerade aus den Geisteswissenschaften diese unglaublich lamoyant arrogante Einstellung gegen die böse Verwaltung, die nichts kann, die mich an allem behindert. Ja, ich bin
nicht amüsiert, wenn ich das höre, weil ich hier umgeben bin und nicht nur hier, von vielen Leuten, die uns auf sehr, sehr vorbildliche Weise unterstützen und ermöglichen, was wir tun. Und um hier diese Verfestigung aufzuweichen, ist es, glaube ich, ein ganz guter Weg, wenn mehr Leute aus der Wissenschaft auf die richtige Weise in die Verwaltung wechseln. Ja, ich glaube, es gibt da wirklich zwei Seiten. Ich würde nicht sagen, der Neoliberalismus erzeugt hier nur die falschen Managementstellen. Die Unternehmisierung der Universität macht alles nur noch schlimmer. Ich glaube auch, dass es eine Chance gibt, wenn man das richtig gestaltet. Und ich glaube, dass das auch interessante Perspektiven sind für Leute, die sich idealerweise mit Mitte 30 sagen, ich will nicht um jeden Preis in das Wissenschaftssystem, wie es gerade organisiert wird. Interessant wäre dann natürlich zu gucken, welche Stellen jetzt neu geschaffen wurden, ne, in den Verwaltungen und wie sie sozusagen geframed sind. Ja, also ich kann das nur unterstützen. Ich würde das wirklich nicht als Abschiebebahnhof sehen. Auf gar keinen Fall. Also wir haben, was die Wissenschaftskommunikation angeht, ich finde das... Ich höre das nämlich auch zunehmend und auch nicht nur von Frauen. Sie sagen ja, also Wissenschaftskommunikation oder jetzt haben wir auch so ein Center for Sustainability, also da haben wir Diversity und Nachhaltigkeit. Das sind Themen, die für den Campus unglaublich wichtig sind. Und da muss man schon ein richtig gutes Verständnis von Wissenschaft haben, aber auf der anderen Seite eben Fähigkeiten, die auch nicht jeder Professor und jede Professorin haben, nämlich Organisation, Dinge nachhalten, was ja manchen nicht ganz einfach fällt. Also ich sehe das wirklich nicht als Abschiebebahnhof. Ja, Sandra Janssen nochmal dazu. Ich würde dazu doch nur einfach gerne dagegen halten wollen, weil ich, also das ist jetzt sehr aus der persönlichen Erfahrung gesprochen, aber ich habe gerade ein wissenschaftliches Netzwerk beantragt und drei der Personen, die ich für ausgewiesene Experten für dieses Feld, für das ich etwas beantragt habe, hielt, arbeiten jetzt in irgendeiner Weise im Wissenschaftsmanagement und ich brauchte sie einfach trotzdem und habe sie trotzdem gefragt. Aber die Leute fragen dann, darfst du mich denn überhaupt noch anfragen? Ist es denn überhaupt okay, wenn ich dabei bin oder wirst du damit deine Chancen schmälern, dass dieses Netzwerk bewilligt wird? Und insbesondere eine Person ist eben eine habilitierte, ja, wirklich hervorragende Wissenschaftlerin, die absolut auf eine Professur gehört und muss jetzt stattdessen Antragsberatung machen. Und mich macht das wütend. Ja? Also ich kann verstehen, dass aus einer anderen Perspektive irgendwie gemeint wird, dass man diese Leute brauche, aber es ist doch einfach leider für viele, mindestens in den Geisteswissenschaften, ein Abstellgleis, dass mich frustriert. Reitz hat sich zuerst gemeldet. Nur eine ganz kleine Sache noch dazu. Ich glaube, man kann also so auch als so eine Art Vermittlungsvorschlag, es gibt ja Posten, bei denen man relativ klar sagen kann, die bräuchte man nicht, wenn man nicht diesen ganzen aufgeblasenen Wettbewerb hätte. Und das sind die ganzen sogenannten Transferzentren, also wo man hauptsächlich darüber beraten wird, wo beantrage ich jetzt am besten meine Drittmittel und wie fülle ich jetzt diese schwierigen Rubriken aus und so weiter. Ja, Forschungsmanagement, bei uns heißen die tatsächlich Transferstelle, auch wenn es nicht stimmt. Aber es ist, ja. Aber das ist einfach eine Fehlbenennung, die oft passiert, weil man ja denkt, Drittmittel sind Kontakt mit der Außenwelt und so. Aber das ist also. Das ist interessant für die Ja. Ja. Aber okay, das ist das eine. Und das andere ist, ich kenne tatsächlich auch einige dieser Stellen, wo es sehr vernünftig ist, dass wissenschaftlich geschulte Leute jetzt eher in der Verwaltung sind. Und das ist sowas wie Institutsverwaltung, Dekanatsverwaltung und so weiter. Wo man das Gefühl hat, okay, es sind jetzt schon relativ komplexe Prozesse und die muss erstmal jemand in die Hand kriegen. Und wenn da nicht der Feind sitzt oder die uns umgekehrt nicht als den Feind wahrnehmen, also ich würde es niemandem zumuten, aber wenn dann noch so jemand in der Reisekostenstelle säße, dann hätten wir einen tollen Alltag an der Uni. Ja, auch nur noch kurzer Gedanke dazu. Es wird jetzt hier ja gerade so getan, als würden diese Leute, die jetzt aus dem System ausgebucht werden, alle in der Wissenschaftsverwaltung landen. Das stimmt ja auch nicht. Also ja. Man müsste sich die Zahlen mal genauer angucken. Aber so anekdotisch aus meiner eigenen Erfahrung würde ich sagen, das ist ein Anteil, der ist wahrscheinlich in bestimmten Domänen stärker.
Aber es gibt jede Menge anderer total interessanter Sachen, wo Leute als Wissenschaftler ausgebildet gehen, dann keine eigentliche Wissenschaft mehr machen. Ich aber keine Schwierigkeiten hätte zu begründen, dass es sehr gut war, dass die in der Wissenschaft waren und dass es für eine Gesellschaft gut ist, wenn Leute, die eine wissenschaftliche Ausbildung haben, in nicht wissenschaftlichen Funktionen dann tätig sind. Also da müsste man mal die Proportionen anschauen. Vielen Dank. Weitere Fragen, Kommentare, Anregungen? Armin Flender, unser Geschäftsführer. Ich habe, weil das eben schon Herr Dernagel gesagt hat, Zahlen. Ich würde gerne mal wissen, das ist auch mehrfach, ich glaube, Julika, du warst das auch, die unterschiedlichen Kulturen, da gibt es ganz unterschiedliche Befristungsregeln und es wird unterschiedlich gehandhabt und so weiter. Das ist immer angesprochen worden. Ist das eigentlich empirisch? Können wir mal Zahlen dazu vielleicht mal hören, entsprechend der Kulturen, also wie das in den Geisteswissenschaften aussieht, wie sieht das bei den Betriebswirten aus oder in der Medizin? Mich würde das wirklich mal interessieren, weil es scheint, so habe ich das jetzt wahrgenommen, dass es da deutliche Unterschiede gibt und zwar ganz dramatische Unterschiede. Wenn das der Fall ist, muss man aber auch, glaube ich, deutlich differenzierter mit dem ganzen Gesetz umgehen, was natürlich, das Gesetz ist natürlich sozusagen allgemeingültig, aber wir haben eine total differenzierte Binnensicht und das passt meines Erachtens wenig zusammen. Ja, also das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also ich habe mich mal, ich kann auch nur anekdotisch etwas wiedergeben, ich habe ja mal auf Twitter gesagt, eine juristische Johanna soll sich mal, also wenn es eine juristische Hanna gibt, die soll sich mal bei mir melden, als ich dann auf einer Podiumsdiskussion gesagt habe und ich wette, eine Flasche Champagner, dass sich da keiner meldet, dann kam eine ähnliche gut formulierte an Twitter, während Frau Steinbeck Champagner schlürft, verschluckt sich das Prekariat, das wissenschaftliche Prekariat am Wasser. Also ich muss jetzt sehr vorsichtig sein. Ich behaupte immer noch, es gibt keine juristischen Hannas, es gibt keine medizinischen Hannas und in der BWL und VWL auch nicht und in der Informatik schon gar nicht. Im Gegenteil, also da suchen sie die Leute. Es ist wirklich ein Phänomen, was ganz oft in den Geisteswissenschaften ist und sicherlich auch in einen oder anderen naturwissenschaftlichen Fächern. Also ich kann Ihnen keine Zahlen sagen. Und es wäre wirklich gut, verschiedene Regelungen zu machen. Aber wenn ich mir vorstellen wäre, ich wäre Frau Stark-Watzinger, ich wüsste wirklich nicht, wie ich es machen soll, weil ich bin froh, dass ich es nicht bin. Denn wenn Sie die Disziplin auch nur irgendwie beschreiben wollen, wir kennen das ja schon vom Kaskadenmodell, was die Gleichstellung angeht, wie lange wir da gesessen haben, ist das jetzt, was ist jetzt die Psychologie? Das in manchen Universitäten ist sie in den Naturwissenschaften, in anderen ist sie in den Geisteswissenschaften. Also Sie können nicht sagen, in den Geisteswissenschaften ist es so. Da müssten Sie die Sozialwissenschaften schon wieder ausnehmen. Und dann gibt es ja auch interdisziplinäre Bereiche. Also ich halte das für ganz, also im Gesetz ist es, glaube ich, wirklich nicht möglich. Ob es in den Universitäten möglich wäre, muss aber das Gesetz wieder so breit sein, dass es alles ermöglicht und dann man es differenziert in der einzelnen Universität. Aber das, also ich halte es für wirklich, ich wüsste nicht, wie man es machen soll. Das wäre natürlich ein guter Ansatz. Genau, Herr Dirnagel, ja, Sie sind deswegen hier. Aus der Medizin noch was draufsetzen, also gebe Ihnen vollkommen recht. Und auch da kann man jetzt sagen, die Medizin. Die klassische Medizin, also Ärzte, Ärztinnen, die in dem System sind, da gibt es keine, da haben Sie, der Spruch ist sehr ein bisschen provokant, aber würde ich auch sagen, da gibt es keine Hannas. Aber das wird dadurch kompliziert, dass es natürlich in der Medizin sehr viele Naturwissenschaftler auch gibt, die dann wiederum zu Hannas werden, beziehungsweise solche sind, weil sie eben nicht den Weg haben, den dann Ärztinnen zum Beispiel haben, die dann sich niederlassen oder habilitieren, Professur, APL und dann Chefärztinnen werden. Also da gibt es, und gerade in der Medizin kann man sagen, gibt es ja ganz, ganz viele interessante Wege außerhalb Akademia dann, auch jenseits der Niederlassung, also auch der ärztlichen Tätigkeit überhaupt. Aber auch da fehlt mir jetzt wieder die Zahl, aber ich würde sagen, sie ist substanziell, dass dort eben dann auch sehr viele Kollegen, Kolleginnen sind, die eben keine Mediziner sind. Die müsste man dann eher wieder so wie Biologen betrachten oder so. Und da haben Sie natürlich völlig recht, wenn man das, also die erste Message davon ist, ein Gesetz, was das über den Kamm schert, kann zur Katastrophe führen. Also in der Medizin, diese Regelung des Berliner Dings, ist für die Medizin vollkommen unvorstellbar und auch unsinnig.
aber nur für die Mediziner wiederum. Und umgekehrt wüsste ich jetzt auch nicht, wie ein Gesetz das dann wiederum differenzieren kann. Dann heißt Mediziner, die also Nicht-Mediziner, die aber an einer medizinischen Fakultät und so, also das ist Katastrophe. So müssen Sie aber jetzt auch erwähnen, dass die Medizin ja noch ein Sonderbefristungsrecht hat. Ne? Ein Sonderbefristungsgesetz der Sonderbefristungssätze. Also es hat ja quasi 3 Jahre mehr als so eine arme geisteswissenschaftliche Hanna. Sandra Jansen. Ja, also wenn gesagt wird, in diesen oder jenen Fächern gäbe es keine Hannas, dann muss man zurückfragen, was ist denn bei dieser Aussage die Definition von Hanna? Ich glaube, da wird einfach sozusagen die Frage, gibt es ein Arbeitsmarktproblem für Leute, die aus der Wissenschaft ausscheiden, irgendwie zum Kriterium gemacht. Denn die Befristungsquoten sind ja gleich. Also es werden in den Naturwissenschaften genauso viele Leute befristet beschäftigt wie in den Geisteswissenschaften. Nur die Auswirkungen sind offensichtlich unterschiedlich. Das heißt, teilweise haben, sagt zum Beispiel ein Physikerkollege bei uns im Netzwerk, haben die Leute schon, also die Professoren haben Probleme, ihre Nachwuchsstellen, Postdoc-Stellen zu besetzen, weil das einfach nicht mehr attraktiv für sehr viele Leute ist. Während in den Geisteswissenschaften eher das komplementäre Problem entsteht, dass man dann eben diese Stelle doch annimmt, aber danach nicht mehr weiß, was man machen soll. Aber definiert es doch irgendwie, ich bin Hannah sein, erstmal nur darüber, dass man befristet beschäftigt wird und welche Konsequenzen man dann daraus zieht, hängt natürlich schon irgendwie auch vom Arbeitsmarkt ab, aber das ändert ja nichts daran, dass es für alle irgendwie ein Problem ist. Und die einen lösen es eben durch Weggehen und die anderen sitzen es aus. Stimmt sicherlich für viele Bereiche, aber auch da ist die Medizin, die ja nicht ganz klein ist in dem ganzen System, wiederum meine ich schon eine Ausnahme, weil es dort auch mehr Dauerstellen gibt. Da sogenannte Funktion, also bei uns heißen die Funktionsstellen. Das sind also Leute, die in dem System bleiben können, die keine Professuren haben, die aber sicherstellen, dass es an den Kliniken bestimmte Funktionen, Doppler, Sonographie, was auch immer, dass die aufrechterhalten werden in ihrer Expertise und der langjährigen klinischen Erfahrung, die da drin steckt. Das heißt, da ist es ich halte den Spruch aufrecht, dass es die Hanna dort nicht gibt. Und trotzdem die Leute in dem System bleiben, weil sie nämlich sozusagen dort dann auf solche Funktionsstellen kommen können, wenn sie das wollen. Also es ist auch kein Wünsch-dir-was-Konzert, aber letztlich ist dort die Situation, glaube ich, ganz anders als das, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Ja, und also zumindest weiß ich von mindestens einer juristischen Hanna, die sich auf Twitter sehr, sehr deutlich geäußert hat und dem widersprochen hat. Ja. Genau, Sie gucken. Ah, bitte nicht so einen billigen Durchschnittsfolge. Also. Gucken gleich mal auf die Twitter-Timeline. Henrike Lambrecht hat noch eine Chat-Meldung. Mehrere tatsächlich. Zuerst kann gesagt werden, dass auch im Chat naturwissenschaftliche und medizinische Hannas bekannt sind, die unter anderem unter Datenklau und Verletzung des geistigen Eigentums leiden und wohl aus dem System gekegelt werden. Okay. Dann eine Frage, zurück zu den Zahlen von Hannes Hübner. Nämlich, gibt es Zahlen, die das Dogma Innovation durch Fluktuation belegen? Nein, und da bin ich wirklich, mache ich mich auch mal beliebt jetzt. Das halte ich auch für wirklich ein falsches Dogma. Und da ist das Argument genau richtig. Wenn das stimmen würde, dürften ja kein Professor und keine Professorin befristet sein. Also, dass man die Leute befristet, damit sie innovativ sind, ich glaube, das ist wirklich kontraproduktiv. Also das Dogma halte ich für falsch. Und dass man befristet ja auch nicht, also ich glaube, es steht aber auch in diesem Urteil so drin, was Sie erwähnt haben, von Bundesverfassungsgericht, dass das diese Befristung irgendwie zur Innovation beiträgt oder was. Also das halte ich für wirklich unrichtig. Ich glaube, die Menschen, die entfristet sind, können besser forschen, auf alle Fälle. Vielen Dank. Chris Decker, bitte. Mich irritiert der Hunger nach den Zahlen etwas, weil wären nicht auch qualitative Einsichten erhellend in die Frage, was die Befristung
mit den epistemischen Eigenheiten macht unseres Forschens. Also das können uns ja, keine Zahlen können uns das erklären. Und ich frage mich, ob es irgendwelche Untersuchungen gibt, wissenschaftssoziologischer Art oder aus anderen Bereichen, die diesen Effekt mit längeren ethnografischen oder interviewbasierten Studien untersucht haben. Also was es bedeutet für den Alltag des Forschens und auch für den Zuschnitt von Forschungsgegenständen, für die Temporalität, die Rhythmen, in denen Nachdenken zum Beispiel in den Geisteswissenschaften oder das Verfassen von Büchern oder Aufsätzen stattfindet, was da der Effekt der Befristung sein kann. Das fände ich sehr einfach erhellend, darüber etwas zu erfahren, auch im Vergleich komparatistisch unter den Fächern. Tilman Reitz hat dazu geforscht. Na, ich habe zu wenig dazu geforscht, um jetzt was ganz Kompetentes sagen zu können. Aber ich sag mal irgendwie doch eine Zahl, etwas Anekdotisches und dann was Programmatisches. Die Zahl ist, wir haben ja diese kritische Evaluation des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes gemacht und haben dann festgestellt, die offizielle Evaluation ist auch nicht ganz unkritisch ausgefallen für das Ganze. Also es gibt da schon irgendwie ganz gute Daten. Aber was wir gemacht haben, war unter anderem auch zu fragen, wie verwenden die Leute ihre Zeit? Und ganz wichtig, halten sie sich in entscheidenden Situationen mit Kritik zurück? Also die Frage war relativ genau, halten sie sich bei Publikationen oder auf Tagungen häufiger mit Kritik zurück, weil sie Angst haben, sich Karrierepfade zu verbauen. Und da haben wir so klar wie sonst bei keiner anderen Zahl einen Split gesehen zwischen den befristeten und den unbefristet Beschäftigten. Und das, also es hing nicht am Qualifikationsgrad, habil, Doktor und so weiter. Es hing auch nicht am Fach. Es hing nur daran, sind die Leute befristet beschäftigt oder unbefristet beschäftigt. Und die befristet Beschäftigten haben Angst, Leute zu kritisieren, weil sie Angst haben, sich Karrierechancen zu verbauen. Und das finde ich dann doch, also ich kann es auch noch in der Zahl ausdrücken, das waren irgendwie 39% versus ungefähr 22%, die da Angst hatten. Also es war irgendwie eine erhebliche quantitative Differenz und solche Sachen könnte man ja mal ein bisschen genauer erforschen. Damit bin ich irgendwie beim Anekdotischen. Wenn ich mir anschaue, was irgendwie deutsche Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler A innerhalb von Sonderforschungsbereichen und B außerhalb von Sonderforschungsbereichen geleistet haben, sehe ich eine starke Diskrepanz. Also das kann man, ich glaube, da müsste man wirklich einfach die Ergebnisse mal durchgehen und käme auf qualitativ und quantitativ frappierende Ergebnisse. Und nochmal anekdotisch, wenn ich mir Suhrkamp-Bücher aus der Präbefristungs-, also aus dieser Ära vor der Projektlogik und nach der Projektlogik anschaue, finde ich, ist auch eine relativ starke Qualitätsdifferenz zu spüren. Da gibt es viele Faktoren, die das bedingen, aber es könnte auch an dieser Kurzfristlogik liegen. Und die Aufgabe wäre genau das, dass man sowas mal systematisch durchgeht. Also, dass man wirklich mal ein Forschungsprojekt macht und irgendwie solche Bereiche voneinander abtrennt und dann systematisch nach nicht nur quantitativen Gesichtspunkten miteinander vergleicht. Das halte ich nicht für super einfach, aber ich glaube, man könnte also zum Beispiel, wie zitieren die Leute? Haben die Bücher gelesen, die sie zitieren und so weiter? Also ich glaube, man käme da schon relativ weit, wenn man solche einfachen qualitativen Standards anlegte. Und man kann auch quasi so als Überbegriff Systemstabilisierung verwenden. Ne? Ich glaube, Sandra, du hast auch in deinem Artikel davon gesprochen, wie eben sich Zeit dann eben auswirkt in epistemischer Hinsicht sozusagen. Und ich glaube, systemstabilisierend ist auch das, was Herr Schiemank als wissenschaftsfreiheitsgefährdend von diesen Drittmittelbefristungen ansieht. Ich habe nur eine Rückfrage an Herrn Reitz, weil mich das gerade so interessiert hat. Aber wenn so viele Leute sagen, sie haben Angst, dann müsste man ja eigentlich daraus die Folgerung ziehen, zu sagen, wir dürfen nicht mal während der Promotionsphase befristen, weil jemand, der unbefristet promovieren darf, forscht viel mutiger und angstfreier. Und da waren wir uns ja, glaube ich, alle einig, dass das nicht umzusetzen sein wird. Das ist eine gute Frage und das mit der Promotion wird meistens jetzt auch ein bisschen zu einfach verhandelt. Wir machen das auch ein bisschen zu einfach, weil ja Leute nicht einfach nur so promovieren und sie haben Stellen dafür, dass sie promovieren, sondern sie machen auf diesen Stellen ja ganz viele Dinge, die gebraucht werden. Und das wird mal mehr und mal weniger ausgebeutet. Also das ist, glaube ich, das Zentrale, in welchen Abhängigkeitsverhältnissen bewegen sich eigentlich die Promovierenden. Und dann gibt es nämlich solche, bei denen wirklich durch das Geld, was sie bekommen, nur die Promotion ermöglicht wird. Und es
gibt Leute, die leisten wesentliche Aufgaben auf dieser Promotionsstelle und sie sind in einer ganz anderen Weise eingebunden. Und da müsste man dann einfach nochmal differenziert gucken, um welche Sorte Promovierender handelt es sich. Aber klar, ich würde dann sagen, trotzdem kann das kein Argument dafür sein, Leute nur auf unbefristeten Stellen promovieren zu lassen, weil wir dann einfach nicht sehr viele Promovierende hätten und nicht sehr viele Leute, die diesen auch spannenden Schritt aus der Wissenschaft in andere praktische Bereiche machen. Danke für die Klarstellung. Das bringt mich dazu, dass es ja auch den Vorschlag gibt, das Promovieren ganz abzuspalten von den professoralen Stellen und zu sagen, den Professuren werden nur Dauerstellen zugeordnet, die, jetzt bin ich wieder bei dem Punkt, Daueraufgaben machen. Aber alle Leute, die promovieren, machen das in graduierten Einrichtungen und zwar mit einem Prinzip der Trennung von Betreuung und Bewertung auf eine ganz anders professionalisierte Weise, um diese Abhängigkeitsverhältnisse in dieser vulnerablen Phase zu durchbrechen. Und ich finde, dafür spricht einiges. Ja klar, also das ist jetzt auch keine Wisszeit-VG Diskussion, aber ich bin absolut Ihrer Meinung. Also ich finde auch, dass man diese drei Funktionen, Vorgesetztenfunktion, Betreuungsfunktion und Bewertungsfunktion trennen müsste. Also das wäre sicher ein großer Fortschritt. Es gibt ja auch Wissenschaftssysteme, die machen das einfach schon. Ja. Vielen Dank. Wir sind schon fast bei 2 Stunden angelangt. Gibt es noch ganz, ganz wichtige? Okay, gibt es nicht. Gibt es hier sozusagen noch ganz, ganz wichtige Dinge, die Sie unbedingt vor dieser wunderschönen Kamera sagen wollen? Dann danken Sandra Jansen und ich Ihnen ganz, ganz herzlich. Wir danken natürlich allen online wie offline Anwesenden, aber vor allem dem Team des KWIs auch. Wie gesagt, wir leben in einer Cyberattacken-Umgebung und dementsprechend war auch diese Veranstaltung alles andere als einfach zu organisieren. Deswegen nochmal explizit unser Dank an unseren Geschäftsführer Armin Flender, an Julika Griem, unsere Direktorin, an Helena Rose und Miriam Wienold von der Presse, Samira Wessing und Randy Birdsley sollen auch nicht unerwähnt bleiben. Dann an die Veranstaltungsorganisation, namentlich Britta Weber und Marion Fiekens, an die Technik und damit Philipp Robleski und Jochen Ehlert. Wir danken ganz herzlich Henrike Lambrecht für die Zoom-Betreuung und natürlich auch unseren studentischen Mitarbeitern vom Veranstaltungsmanagement. Vielen Dank an alle und einen schönen Abend Ihnen.